Wie viele Rapper kennst du, die eine Karriere damals begonnen haben, aus der nichts wurde und die dann Jahre später auf einmal ein Revival genossen haben? Ist so gleichgeschaltet, keiner hat mehr eine richtige Meinung. Die Leute, die Ott vertickt haben, haben mein Logo auf dem Package gehabt. Wenn du auch broke irgendwo am Ende irgendwo landest oder in irgendeinem Land, keine Ahnung, in Mexiko, mit mir zusammen am Strand rumhängst und wir sagen, fickt euch alle so. Die eigene Erfüllung von materiellen Wünschen ist die Möglichkeit, mit Geld Großes zu erschaffen. Das ist auch der Unterschied zwischen mir und Ihnen. Das ist der Unterschied. Ich habe überhaupt gar keinen Respekt für diesen Vogel. Ich habe das bis jetzt selber noch nicht gesehen, wie einer das macht, dass er wirklich da auch mal die Fresse aufmacht, aber trotzdem im Mainstream stattfindet. Es wurde gedealt, es wurde gezockt, es wurde gekifft, es wurde gesoffen, es wurde zusammen gefickt. Es war richtig Rudel. Er hatte das Herz an der richtigen Stelle, aber er war durchgeknallt. Er war durchgeknallt und eine Menge Leute hatten eine Menge Paranoia vor ihm. Aber ich werde einen Bruder nicht fallen lassen. Wenn in den schweren Zeiten, wenn da mal einer hinter dir steht, das werde ich auch niemals vergessen. So. Ich finde, die Menschlichkeit soll einfach nicht vergessen werden und dass wir irgendwo alle Brüder und Schwestern sind und dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie aufstacheln sollten. Wir vergiften den Keim. Was soll aus dem Baum werden? So, ich meine, mein erster Enttäuschungsfaktor von der Person kam, wo ich damals von ihm verklagt wurde, weil ich bei Basher sein Album runtergeladen habe. Pseudomoralisch dorthin stellen und sagen, das könnte als Einstiegsdroge zu schlimmerem Übel führen und gleichzeitig harten Alkohol in jedem Laden verkaufen, ist der Spaß vorbei. Es ist so, dass es gar nicht mehr zählt, ob du wirklich echt und real bist, sondern ob du dich echt und real verkaufst. Wo ich aus Mexiko zurückgekommen bin, am zweiten Tag ziehe ich mir ein Interview von dir rein und du sagst mir von wegen, wenn einer mich ins Café ruft, dann Leon Lovelock. So sieht's aus, Digga. Ich hab doch gesagt, ich komme. Das war krass, Digga. Ja. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. An dich hat das auch mies abgefuckt, ne? Also jetzt, wie lange das gedauert, dass du überhaupt zurückgekommen bist, Bruder? Wie läuft's jetzt überhaupt? Bist du glücklich mit deiner Entscheidung? Wahrscheinlich schon, ne? Nach Mannheim wieder zurück? Warst Mannheim bei dir? Ich bin nicht in Mannheim, Bruder. Nee, wo warst du denn? Ich bin gerade in Hannover jetzt. Ich Hannover? War vorher in Mannheim, jetzt bin ich gerade in Hannover. Ach so, okay. Ja, bei Familie so. Weißt du? Hannover hast du auch Family, ist, ja? Ja, ja. Aha. Hauptfamily, ich bin in Hannover geboren. Ach so, okay. Aber ich bin groß geworden in Mannheim. Also verstehe. Von 15 bis, nee, 14 sogar. Von 14 bis ins Erwachsenenalter, bis ich dann nach Mexiko abgeflogen bin. Nee, 3 Jahre zwischendurch war ich auch noch in Berlin. Ja, ja. So. Aber ich bin ja damals auch nicht unbedingt nur abgehauen wegen der Thematik. So. Weißt du, ich hab's ja geschafft, nach diesem ganzen Shitstorm und nach dem ganzen Shit, der auf mich zukam, habe ich es ja auch wieder geschafft, wieder ein bisschen Reichweite aufzubauen. Ich habe Talk mit Manuel gemacht, Talk mit Flair gemacht, habe schon so ein paar Vlogs gemacht und so. Mhm. Und es hat dann auch wieder Reichweite bekommen, ne? Aber es war natürlich nicht mehr so wie damals. Du hast halt vorgehabt irgendwie, ich hatte halt auch noch die Vision, mit ein paar anderen Künstlern zu filmen, die dann auf einmal keinen Bock mehr hatten, sich mit mir zusammenzusetzen, weißt du? Und ich glaube, das geht auch bis heute so. Das ist wahrscheinlich viel Management-Scheiße dahinter. Dass die sagen, geh nicht dort und dorthin, ist meistens gar nicht vom Künstler selbst ausgehend, habe ich das Gefühl. Da quatscht dann einer dazwischen, weißt du? Der sagt dann, da könntest du Probleme bekommen, kontrovers, bla bla. Ja, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie auf menschliche Basis so ist. Also die sagen jetzt nicht, menschlich würde ich mich mit dem nicht zusammensetzen, aber der hat halt damals einmal so und so gemacht und es könnte für meine Karriere auch einen Einfluss haben und so. Das meine ich, ja. Da quatschen meistens andere dazwischen auch. Was auch, ist ja auch eigentlich normal, weißt du? Management soll ja auch dafür sorgen, dass der Künstler jetzt unbeschadet durch seine Karriere kommt. Aber schon... Weiß ich nicht. Also ich denke mal nicht, dass es Nura war, die du eingeladen hast. Von daher, so. Nee, nee. Was sollte man verlieren, weißt du? Ja. Versteht das immer nicht. Guck mal, das Ding ist, ich habe mich auch jetzt so satt überlegt, sage ich mal so. Weißt du? Ich habe lange darüber nachgedacht und lange hat mich das auch persönlich mitgenommen, weil es halt wirklich auch Kandidaten dabei waren, zu denen ich auch lange Zeit aufgeschaut habe, so, wo ich auch Respekt vor hatte, wo ich gesagt habe, so, ich freue mich auf den Tag, wo man sich mal hinsetzen kann und mal ein bisschen quatschen kann. So. Mm. Und dann wirst du halt dann wegen einem, weißt du, das ist halt so, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, irgendwann habe ich das Thema aber auch losgelassen, so, weil... Bro, keine Ahnung, Digga. Ja, irgendwann habe ich auch ein bisschen angefangen, die auch nachzuvollziehen. Und was soll ich denn machen? Was, ich kann doch daran nichts ändern. So. Weißt du? Einfach weitermachen. Ja, also, genau. Weißt du, so ganz ehrlich. Also, man wird nach seinem letzten Kampf immer bemessen. So. Ja. Weißt du, wenn du so negativ in den Geistern der Leute bist, das ändert sich sofort, wenn du wieder eine gute Sache machst. Ja. Vor allem, wenn du noch irgendwie Leute hast mit Reichweite oder die auch was zu sagen haben in der Szene, die sich dann irgendwie für dich auch positionieren oder so ein bisschen sich hinter dich stellen, dann kann es auch ganz schnell wieder ausgehebelt werden, so weißt du? Das war halt leider bei mir nicht der Fall gewesen, aber was willst du machen? Obwohl, man muss schon sagen, so ein Flair und so ein Manuelsen, die haben sich ohne Bedenken nochmal mit mir hingesetzt, so weißt du? Und dafür die sind auch nicht die Typen für sowas, so für dieses Canceling. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Den quatscht auch, glaube ich, keiner dazwischen, wo sie sitzen sollen. Das entscheiden die selber so.
Ich glaube schon. Weißt du? Deswegen meinte ich auch, viele Leute quatschen auch von der Seite rein, von denen man niemals hören wird. Weißt du, der Künstler, der sagt das auch gar nicht. Weißt du so? Jetzt gerade mit Farid, was ich jetzt gerade gehabt habe, zum Beispiel, ich weiß doch ganz genau, dass die ihn voll gequatscht haben. Weißt du so? Aber er wird das. Was war da? Ja, der hat mich gedisst auf seinem Album gerade. Auf seinem X-Album. Was war der Grund? Der Talk mit Cupcakes oder was? Hat sich im Nachhinein so herauskristallisiert, aber ich habe halt ein paar Vöglein zwitschern hören, dass andere Leute ihn aufgehetzt haben. Mhm. Weißt du? Und aber du hast ja sonst eigentlich nie irgendwas gegen den Bruder gesagt oder so, ne? Ich habe auch da nichts gegen den Bruder gesagt. Nee, aber vielleicht, also er hat es wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen persönlich genommen, dass du dem anderen halt Plattform geben hast, wo er über ihn redet oder was? Oder wie war, was war mehr oder weniger, ja, aber da gibt es andere Sachen auch. Ich habe jetzt ein sehr, sehr langes Telefonat auch mit ihm geführt. So, wir haben eine Stunde lang geredet. Mhm. Und er ist halt, also jetzt, nachdem wir telefoniert haben, würde er niemals mehr sowas machen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt auch so eine Geschichte halt so. Wenn du aufgehetzt wirst, wenn Leute dich anstacheln, machst du manchmal eine dumme Scheiße, weißt du so? Weil das war ja nichts anderes. Weil er hätte sich viel verscherzen können. Mich jetzt als Feind hier zu haben, der hat genug. Und für was? Für gar nichts. Weißt du, er hat auch im Nachhinein hat er auch selber eingestanden, sich, dass ich eigentlich einen neutralen Job gemacht habe. Ich meine, ich habe jeden Beteiligten auch eingeladen. Ich habe das ja auch im Talk gesagt. Wir sind hier nicht, um Partei zu ergreifen. Ich habe auch Cupcakes vorher gesagt, wenn du kommst zum Interview, Bruder, du kommst, wir reden über German Dream, über dich, alles Mögliche, auch über den Farid-Konflikt. Aber das wird nicht so exklusives Bashing. So. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Kanntest du ein Fahrrad, habt ihr euch schon mal gesehen? Nein, nie, deswegen ja. Das ist auch ein großes Problem immer so. Das ist es. Weißt du, wie ich meine, wenn man sich nicht persönlich kennt und dann irgendwelche Beefs oder Disses anfängt, so, dann... Der meinte auch, ich merke ja, du hast ja gar nichts gegen mich. Dachte, weißt du, was gut gewesen wäre, Farid, sage ich zu ihm? Hättest du dir das mal angeguckt wenigstens? Mm. Er hat sich ja nicht mal angeguckt. Nee. Er hat einfach nur von Leuten irgendwas gesagt bekommen. Zusammenfassung, so ey, die haben das und das. Was nicht mal passiert ist. Nämlich, dass seine Mutter dort beleidigt wird. Was nicht mal passiert ist. Und daraufhin kommt dann auf einmal so eine Scheiße zustande, Bruder. Das hätte ja auch hässlich werden können, ne? Ohne Grund dann. Aber es hat sich ein bisschen geglättet. Das ist anders. Bei Farid ist es anders. Das ist nicht so persönlich. Weißt du? Man hat es geklärt. Mal gucken. Das ist auch gut so. Egal. Muss ja auch nicht im Raum stehen. Noch ein kleines Intro. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge hier im Café mal wieder. Lang ist es her. Ich glaube, anderthalb Jahre oder so, wo ich die letzte Folge Comments Café rausgehauen habe. Zwischenzeitlich war ich auch 10 Monate in Mexiko gewesen. Habe mich da ein bisschen frei gemacht, habe da ein bisschen gelebt und genossen. Ich werde neidisch gerade. Ja, ich habe schon Fernweh wieder auch so, ey, muss ich dir ehrlich sagen. Ich bin halt auch zu einer Phase zurückgekommen, die ein bisschen wild ist. So nicht nur vom Wetter her, sondern auch wegen den ganzen Sachen, die gerade passieren hier in Deutschland. So. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich wieder hier bin und da angreifen kann, wo ich aufgehört habe. Weil die Talks, die habe ich schon selber auch vermisst. Ich glaube, viele von euch da draußen haben es auch vermisst. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wenn ich wieder zurückkomme, dann will ich auch da wieder angreifen. Und habe ich dir auch eben schon gesagt, ich würde gerne halt auch da angreifen bei den Personen, die ich auch von Mexiko aus noch weiterhin verfolgt habe. So. Mhm. Und deren Arbeit ich auch wirklich zu schätzen, weißt du. So, ich bedanke mich. Ich weiß nicht, ich habe auch im Livestream einmal darüber geredet und habe dann ein Video auf dem Highlight-Kanal hochgeladen, wo ich euch auch Props für eure Arbeit gegeben habe, du und Boogie, so, weil ich finde, ihr macht einen richtigen und einen wichtigen Job, so, weil ihr sprecht auch unangenehme Themen an, ihr ladet unangenehme Gäste ein, ihr schreckt von nichts zurück und ich habe auch immer so ein bisschen bewundert bei dir, weil du hast ja selber gesagt, ich habe selber auch sehr viel Scheiße schon jetzt durchgemacht, gerade mit Dingen, die unangenehm sind in der Öffentlichkeit, so. Und ich habe vor dir immer so einen Respekt gehabt und ich habe das auch immer mit so einem Auge betrachtet, dass ich dachte, das hat mir auch Motivation gegeben, weil du lässt dich einfach auch nicht unterkriegen, so. Weißt du? Du ziehst durch, du machst weiter so. Und das zu sehen, weil du hast, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das jetzt so messen kann, aber du hast in deiner Karriere und in deiner Laufbahn auch schon sehr viel Scheiße gefressen, so. Musstest gegen sehr viele Mühlen auch kämpfen, hast aber trotzdem nie aufgegeben, hast immer weitergemacht und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich heute mal Belasch ein, Digga. Digga, willkommen zurück auf jeden Fall, Bruder. Yes, ich sag dir danke für die netten Worte und für die Blumen. Also, wir haben dich ja auch damals zu uns in den Real Talk eingeladen, sage ich mal, zu der Zeit, wo die Kontroverse um dich herum ja noch ein bisschen brisanter war als heutzutage. Ja. Das hat sich so ein bisschen geglättet, glaube ich, die Wogen, kommt mir so vor. Mhm. Und ich finde auch gut, dass du zurückgekommen bist. Ich dachte mir auch eine Zeit lang, ey, der Bruder soll sich nicht verscheuchen lassen, so, weißt du so? Mhm. Aber man muss halt auch gewisse Sachen durchleben und sie verarbeiten, so. Definitiv. Normal. Safe, Digga. Ja. Und es war auch nicht nur, also für mich hat es eigentlich nur Vorteile gehabt, auch mal mich komplett aus der Szene rauszuziehen, aus dem Land vor allen Dingen auch rauszuziehen und mal irgendwie was Neues auch zu sehen und vor allen Dingen auch einfach mal mich auf mich auch zu konzentrieren. So. Nicht immer alles davon abhängig zu machen, wie läuft es gerade in der Öffentlichkeit oder nicht. Ich musste das für mich auch lernen, weil ich habe, seitdem ich angefangen habe mit dem ganzen Shit, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mal nach Mexiko abgehauen bin, eigentlich konstant stattgefunden und mich nie mal rausgezogen. Und ich finde es heutzutage brutal wichtig, dass man sich auch mal
rauszieht, das Ganze auch mal von außen betrachtet. So. Weißt du, das ist absolut recht, Bruder. Und Mexiko ist jetzt auch nicht die schlechteste Wahl. Nee. Schöne Strände, Bruder. War mir so gar nicht so sehr bewusst, bis ich mal mich mit Mexiko auseinandergesetzt habe. Das ist ja so Maledivenmäßig, richtig weißer Strand und so. Crazy. Gerade vor allen Dingen die Area, wo ich da war. So. Das ist schon das Paradies von Mexiko. Ich habe vorher selber nie Mexiko auf dem Schirm gehabt. Also ich habe nie, eine Freundin von mir hat gesagt, ich schaue ab nach Mexiko, ich mache da Urlaub 2 Wochen und so. Ich denke mir so, was willst du in Mexiko, Digga? Ich habe noch nie irgendwie was davon gehört. So, ne? Ja. Ja, nee, Palmstrand, die ist das. Okay. Okay, habe ich bei Nate gesehen, der war auch da drüben zu der Zeit. Und da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, flieg einfach auch mal 100%. Dahin. 100%. Ich habe auch über Nate, habe ich auch sehr, sehr viele schöne Bilder gesehen und habe ihn auch angeschrieben und mich ein bisschen erkundigt. Ey, wie sieht's aus, Bro? Weil ich sehe, alle Leute sind in Mexiko auf einmal und so. Ich denke mir, hat vielleicht was mit der Corona-Politik zu tun, aber ist auch einfach ein geiles Land, aber ist halt ziemlich weit weg, ne? So, wie sind da die Kosten, kann man gut essen, trinken und bla bla bla. Erstmal so ein bisschen überlegt, hey, vielleicht bin ich ja der Nächste in Mexiko, der Hipster, der auch jetzt darüber fliegt. Hast du schon mal überlegt, so das Land zu verlassen? Ja, ich habe das Land ja schon sehr, sehr oft verlassen. Auch jetzt gerade in diesem Sommer war ich einfach mal fast 5 Wochen weg. Wo warst du? In der Türkei. Ah. Jetzt nicht so super fancy. Aber ist auch schön. Bruder, wenn du weißt, wo du in der Türkei hin musst, dann ist es auch Paradies. Ja. Ganz ehrlich. Ich war mal in Istanbul. Ja. 3 Wochen oder so. Und ich fand es schon richtig geil auch. Geile Stadt auf jeden Fall. Aber es ist halt so metropolemäßig. Ja, genau. Hat man so vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe das nicht so krass auf dem Schirm gehabt, wie krass auch Istanbul ist. So. Wie weit die auch sind teilweise. Ja. Weißt du? Aber dagegen auch die ist Berlin Dorf, oder? Sei mal ehrlich. Ja. Sei mal ehrlich. Definitiv. Ja. Aber auch die Schere ist da krass. Also da habe ich zum ersten Mal auch so Familien, Flüchtlingsfamilien auf den Straßen gesehen. So Leute Syrien gesehen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja. Das Leute so. Gesehen, die Plastik einsammeln, so eigentlich komplett nackt, nur mit so einer Hose so und so einem riesen Karren hinter sich und dann da irgendwie Plastik einsammeln und so. Da, die Reality ist da auch schon krass. Also das ist so das, was ich am meisten immer lerne in so Ländern, Digga. So. Türkei ist jetzt gerade zur Zeit, ist es ein Ort, der durch die Währung gerade sehr, sehr schlimm ist für die eigene Bevölkerung und sehr begünstigt die Leute, die kommen, um Sachen zu kaufen, zum Beispiel Immobilien und so, weil die Währung ist im Arsch, Bruder. Also wir haben jetzt, glaube ich, für einen Was kriegst du für Euro kriegst du, glaube ich, 13 Lira mittlerweile, ne? Ja, okay. Das ist Katastrophe, wirklich Katastrophe. Weil wenn du dir mal vorstellst... Fast mexikanische Zustände, Digga. Also in der Türkei ist es so, wenn du zum Beispiel Krankenschwester bist oder Bulle oder so, ich denke mal so zwischen 400 und 500 Lira pro Monat ist so Standard, ne? 400 bis 500 Lira, das ist, Bruder, das ist, Alter, nichts, ne? Boah, ist hart. Das ist wirklich gar nichts. Und jetzt geh mal irgendwo sitzen und essen oder trinken. Willst du mal in einer Bar sitzen oder so, gibst du 15 Lira für ein Bier aus. 15, 20 Lira, ist normal. Das heißt, alle sind verschuldet, die haben alle 6, 7 Kreditkarten und bis ans Limit, weißt du? Aber es gibt auch sehr, sehr reiche Leute, die sehr, sehr viel Geld machen können in der Türkei. Wenn du einmal so einen guten Business-Kopf hast in der Türkei, kannst du echt krass absahen. Aber die normalen Leute sind sehr unmotiviert, ne? Weil da ist keine Perspektive halt. Ja, es ist ähnlich wie in Mexiko, fast so. Also da ist es eigentlich auch ähnlich. Da ist nicht nur die Perspektive, natürlich auch die Perspektive, Politik und diese ganzen Geschichten, aber auch der Vibe so. Die sind halt auch nicht so erfolgsgetrieben wie wir hier drüben so. Weißt du? Die sind durch das Wetter wahrscheinlich auch, durch die Sonne, durch den Beach und so, nicht so ganz krass motiviert, um nur an ihrem Erfolg zu arbeiten oder Money zu machen. So, weißt du? Sehr interessant auf jeden Fall. Genau das Gleiche ist in der Türkei gerade los. Genau das Gleiche. Ja. Ich kenne mich mit Mexiko gar nicht aus. Ich weiß nicht, wie die da die Umstände so betreiben, aber das, was du erzählt hast, trifft super auf die Türkei gerade zu. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass man mit vielen Leuten, dass man glücklichere Menschen vor sich hat. Ja, definitiv. Das ist auch nochmal so eine Sache. Was du gerade erwähnt hast, dieses Wetter-, Luft- und Klimazeugs, das ist echt entscheidend auch für die menschliche Psychologie, Bruder. Mhm. Ich habe da Leute kennengelernt, die sind wirklich verschuldet, arm, perspektivlos, aber die rennen halt durch die Gegend und lachen 10-mal mehr am Tag als ich. So. Weißt du? Ich habe teilweise selber auch Erlebnisse gehabt. Ich bin aus meinem Haus rausgekommen und dann waren da eine 4-köpfige Familie in meinem Müll am Suchen. So, weißt du? Und dann bin ich hingegangen, habe ein bisschen mit denen geredet, was ich an Spanisch halt schon konnte. So, und habe denen auch ein bisschen Money gegeben und so. Und da spürst du eine Liebe, auch allgemein jetzt. Nicht nur die armen Leute, sondern generell einfach. Ja. Du läufst durch die Gegenden da und du guckst Menschen in die Augen und du spürst halt so eine Menschlichkeit irgendwie, die hier komplett fehlt. So. Also das ist hier mir selten passiert, dass ich wirklich so ein Gefühl hatte von so, wir sind alle eine Familie auch irgendwie so. Weißt du, wie ich meine so? Natürlich hatte ich da auch die ein oder anderen Erlebnisse, weil ich natürlich auch nicht wie ein Mexikaner aussehe, dass ich dann der Gringo bin, der da hinkommt und hier einen auf, so, die haben auch manchmal so ein bisschen Anti-Amerikaner und so, weil die manchmal da hinkommen und die Mexikaner ein bisschen schlechter behandeln und so. Aber nichtsdestotrotz spürst du eine Herzlichkeit, Menschlichkeit, die ich so in meinem Leben bis jetzt noch nicht erlebt habe. So. Das ist schon krass. Geil, das hört sich gut an auf jeden Fall. Ja. Ja.
Ja, wer weiß, vielleicht irgendwann Viva Mexiko. Ja, hast du denn schon mal ernsthaft mit den Gedanken gespielt, auch Deutschland zu verlassen so? Wie immer. Ja. Ja, das ist das erklärte Ziel, Bruder. Bei der ersten Gelegenheit, da ist es Goodbye Germany, direkt auf RTL 2. Ne? Wie heißt diese Sendung? Ja, Goodbye Germany, ja, ja. Da möchte ich mich gerne bewerben, also für alle Executives, ja. Sagt mir Bescheid, ich bin am Start. Was? Ja, Bruder, ich bin hierher gekommen, nicht freiwillig. Ich wurde als Kind quasi hierher verschleppt durch meine eigene Familie. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht, aber es waren halt auch Krisenzeiten, muss man dazu sagen. Wir sind ja Kriegsflüchtlinge gewesen und der Iran war damals jetzt auch nicht so rosig. Aber trotzdem war die Erwartungshaltung natürlich eine andere. Wir sind nach Deutschland gekommen und dachten, hier ist das Paradies. Mhm. Und vor allem im wirtschaftlichen Paradies der deutschen Geschichte, was es damals war in den 80s, muss man sagen, war es ja noch mal um einiges schöner als jetzt. Also da hatte man mehr Möglichkeiten, ne? Mit der D-Mark und so weiter. Aber trotzdem habe ich nie den Bezug zu diesem Land so richtig für mich selbst entdecken können. Mhm. Alleine auch nur aufgrund des Klimas. Ich bin wirklich sehr, sehr klimaorientiert, wo ich mir aussuchen würde zu leben, weil das einen großen Einfluss hat auf meine geistige und auf meine körperliche Gesundheit. Das soll überhaupt gar keinen Diss darstellen in Bezug auf Deutschland, die Nation. Mhm. Ich habe sehr viel Liebe für die Nation und auch sehr viel Respekt für die History. Ja? Nicht für die von 33 bis 45. Versucht mir keinen Strick da draus zu stricken. Ich weiß, die anderen sind schon, die wetzen so ihre Messer jedes Mal, wenn ich was sage, Bruder. Ja, ja, deswegen. Nein, das meine ich nicht. Aber insgesamt ist Deutschland ein sehr interessantes, traditionsreiches Land und hat sehr, sehr viel hervorgebracht. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich hier nicht leben. Nein. Mhm. Ganz ehrlich. Mhm. Ja. Also mir ist auch bewusst geworden, also was man auch in Deutschland hat. So nach 10 Monaten Mexiko fällt dir natürlich auch auf, was du hier in Deutschland hast. Und mit so, also du hast natürlich immer noch mehr Möglichkeiten hier in Deutschland durch die Wirtschaftlichkeit hier. Also also viele Leute von diesen Ländern, wo ich war, halt Mexiko, dritte Weltländer, sehen Deutschland immer noch als so ein Paradies so und möchten dahin, um an ihrem Erfolg, finanziellen Erfolg vor allen Dingen zu arbeiten. Ist eine ganz andere, also die sehen das auch ganz anders als wir, die auch schon mal da gelebt haben, so weißt du. Mhm. Aber mir sind auch ein paar Sachen drüben aufgefallen, wo ich sage so, ich bin ja auch Blutdeutscher, Halbdeutscher so. Mhm. Ein paar Dinge, die man so vermisst, auch dass alles funktioniert, dass alles ein bisschen schneller läuft, geordnet, strukturiert, sauber, dies, das, bla bla bla. Aber ich verstehe schon, was du meinst, ja, definitiv. Ja, da spielt Gewohnheit wahrscheinlich auch ein bisschen eine Rolle. Definitiv. Ja. Ich bin hier geboren, hier groß geworden. Das ist es. Dann gehst du auf einmal in ein Land, wo du auch die Sprache nicht sprichst und so, dann vermisst du natürlich auch ein bisschen deine Heimat. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Bro, dann steigen wir mal direkt ein, Alter. Ich wollte dich jetzt mal fragen, bei den ganzen Themen, die du selber schon in der Öffentlichkeit hattest, ne, bei den ganzen Mühlen, gegen die du schon gearbeitet hast und die ganzen Shitstorms, die du auch vielleicht schon bekommen hast, wegen irgendwelchen Ben-Salomo-Geschichten, wegen irgendwelchen Theorie-Geschichten oder so. Hast du jemals in deiner Karriere oder seitdem du angefangen hast, daran gezweifelt, dass du es schaffen kannst? Und was bedeutet es schaffen für dich? Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Frage. Wie soll man die einfach beantworten? Also das Ding ist so, an sich selber zu zweifeln ist, denke ich mal, menschlich. Aber ich hatte nie den Punkt, wo ich gesagt habe, ich werfe die Flinte ins Korn. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ja? Also bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, jetzt gerade habe ich von meinem guten Freund Farid Bang mir gerade, habe ich mir ein Interview reingezogen, wo er mit Marvin California zum Beispiel gesprochen hat. Und er meinte, wie viele Rapper kennst du, die eine Karriere damals begonnen haben, aus der nichts wurde, was man über mich sagen kann? So, ganz ehrlich. Und die dann Jahre später auf einmal ein Revival genossen haben und es doch geschafft haben. Mhm. Wie viele, das ist so einer unter 10.000 oder so, sagt er. Vielleicht ist es einer unter 100.000. Vielleicht ist der Bruder Farid da ein bisschen zu nice gewesen, wenn du mich fragst. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr selten. Aber ich glaube echt, so bescheuert wie ich bin wahrscheinlich, wie die anderen wahrscheinlich jetzt denken, wenn sie mich sehen, dass ich dieser eine von diesen 100.000 sein werde. Und ich habe das auch niemals anders gesehen. Deswegen, es gab für mich nie eine Option, außer du ziehst halt komplett durch. Oder du lässt es aber dann auch sein. Ich mag dieses ganze Mittelzeugs nicht, weißt du? Aber es gibt natürlich dann die Situation, und die waren dann um die 2010 rum, waren die viel härter als heutzutage, wo viele Leute gefragt haben, warum machst du denn das? So, warum machst du das? Ich meine, bist du doof oder was? Ich meine, ganz ehrlich, weißt du, wenn ich irgendwie ins Studio gegangen bin im Jahre 2008 und habe da 12 bis 14 Stunden teilweise verbracht und habe 0 Euro verdient, über Wochen und Monate hinweg, da kommt dann der ein oder andere, der es mit dir gut meint und fragt dich, was machst du aus deinem Leben, Bro? Verstehst du, was ich meine so? Und dann das Einzige, was du sagen kannst, ist, ich glaube an mich selbst, Bruder. Mhm. Wenn du nicht an mich glaubst, ich kann das verstehen. Weil ich hatte am Anfang eine richtig riesengroße Followerschaft. Also als ich eingestiegen bin 2004, 2005, hat es nur 2 Jahre gedauert und der ganze Bezirk war voll mit meinen T-Shirts.
Autos aufgemotzt mit meinem Logo auf der Seite, sind durch die Gegend gefahren. Die Leute, die Ott vertickt haben, haben mein Logo auf dem Package gehabt. Kannst ja mal Herzog fragen, ich war der Erste, der das damals gemacht hat. Es war so, es gab einen richtigen amtlichen Underground-Hype. Und die Leute waren alle davon überzeugt, dass ich platzen werde. Alle waren überzeugt, dass ich platzen werde. Mhm. Es ist nur eine Frage der Zeit. Als das aber dann nicht so passiert ist, wie viele geglaubt haben, hat sich 90% natürlich wieder zurückgezogen. Ist in der Phase irgendwas auch passiert, was dazu beigetragen hat, dass es nicht funktioniert hat? Oder was würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, was war der Grund dafür, dass es aus diesem Underground-Hype nicht hochgekommen ist? So? Ich denke mal, es hat verschiedene Faktoren, weil die Leute natürlich nicht diesen Happen von mir zugeworfen jetzt bekommen, dass ich sage, es lag immer an anderen. Mhm. Das ist ja immer so der Vorwurf. Wenn es bei Leuten nicht klappt, sagen sie, andere waren schuld. Mhm. Ich sage nicht, andere waren schuld, aber es gab definitiv Sachen, die sind messbar, die kann ich auch beweisen. Dass da gewisse Boykotts stattgefunden haben gegenüber meiner Person, ist mittlerweile, denke ich mal, kein Geheimnis mehr. Was ist der Ursprung davon? Der Ursprung davon war der 11. September 2001 und meine Aktivität in der Richtung auf der Straße und in der Öffentlichkeit als ziemlich der Einzige, ehrlich gesagt. Direkt im Nachhinein auch? Nee, im Jahr 2006, 2007 hat das angefangen bei mir. Mm. Und ich habe dann auch größere Plattformen mit Interviews beliefert und so. Die gibt es heutzutage nicht mehr, aber ich habe kleine Schnipsel noch im Internet. Habe ich gesehen. Mit Agro damals und mit Mixery Raw Deluxe und so. Irgendwo im Studio hast du mal so Real Talk gemacht, so ein, zwei Minuten richtig so intensiv. Das war Mixery. Ja, ja. Dieses ganze Interview existiert halt gar nicht mehr. Ich habe es irgendwo auf der Platte. Und dann gab es nochmal 2008 den Angriff von Israel auf Palästina. Da habe ich mich natürlich auch dann sehr offensiv in der Öffentlichkeit dafür stark gemacht, dass die Palästinenser besser behandelt werden sollen. Das waren so zwei Faktoren. Auf der anderen Seite war dir das bewusst, dass es einen Einfluss haben kann auf deinen Hype oder auf deine Entwicklung als Künstler? So? Habe ich mir nicht so sehr drüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, Bruder. Mhm. Ich war noch ein bisschen jünger als heute. Ich wusste aber, dass ich gegen gewisse Mauern laufen werde. Aber wie diese Mauern jetzt wirklich beschaffen sein werden, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht zu 100% vorstellen. Mhm. Das konnte ich nicht. Und, aber in der Zeit war ja auch Krise, falls du dich erinnern kannst. Das war ja die Deutsch-Web-Krise, wo alle Leute abgesprungen sind, weil es einfach wirtschaftlich keinen Sinn gemacht hat. 2008 hatten wir ja eine Finanzkrise, eine weltweite. Mhm. Die hat ja auch Deutschland getroffen. Und es gab eine Zeit, da wurden Leute nicht gesigned, weil es einfach so einen Berg gab so von Leuten, vor allem Bushido, Agro und so weiter. Und alles, was da drunter kam, hatte eigentlich keine Daseinsberechtigung. So. Und es gab auch einen gewissen Typ an Rap, der halt sehr, sehr stark gepusht wurde. Das war Gangster-Rap halt, so, weißt du so? Und dadurch, dass ich halt ein bisschen mehr Polit und Street war, anstatt pur Gangster, war es ein bisschen schwierig. Ich habe bei diesem Mixery Raw Deluxe Interview, wo Boogie neben mir gesessen hat mit Falsch Kracht, habe ich ihm gesagt, wir haben gerade ernsthaft darüber nachgedacht, aufzuhören. Weil es war wirklich, wirklich fucked up. 0%, 0 Euro, 0 Perspektive. Und dann kommt jetzt auch noch der Medienboykott, wo du Leute, die vorher sehr interessiert waren an mir, wo du Leute dann die neue CD rumschickst, namens Tränen. So, und da habe ich ja dann richtig auf die Scheiße gehauen. So, das war da, wo der Zeitpunkt, wo ich dann musikalisch auch gesagt habe, Alter, keine Filter. So, weißt du so? Da kam dann bald die Faust zu einem Stein und da kam dann halt Wargames und das Album war voll mit so einer Scheiße, weißt du? Mit einem Teppich, mit einer Pyramide in der Mitte und so weiter. Richtig Kampfansage. So, das haben die Leute bekommen, ne? Was war davon der Ursprung? Keine Rückmeldung halt, ne? Ich meine, was war da der Ursprung so? Was war der Ursprung für dich anzufangen, solche unangenehmen Thematiken in deiner Musik zu teilen oder auch in der Öffentlichkeit in Interviews zu teilen? So, was war die Motivation? Wo kam das her, das Gefühl, dass du da deinen Mund aufmachen musst? So? Kannst du das irgendwie... Gerechtigkeitssinn, dass man versucht hat, irgendwo eine Waage irgendwie in der Mitte zu halten, vielleicht eventuell, weil ich halt einfach enttäuscht war von meinen Mitmenschen und von meinen Kollegen, die sehr viel höher als ich im Rang waren, was die Bekanntheit angeht. Und das Schweigen von den Leuten hat mich dazu gebracht, noch lauter zu sein. Mhm. So, und ich habe das ja auch immer wieder gesagt. Wären die anderen ein bisschen offensiver gewesen in der Zeit, hätte ich vielleicht Porno-Rap gemacht oder so. Jetzt Spaß, aber ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Aber ich habe es jetzt vielleicht als speziell gemacht, weil einfach die anderen nichts gemacht haben. Und ich habe mich damit dann sehr intensiv auseinandergesetzt und habe mich da so richtig rein verkopft vor 15 Jahren. So, hab gelesen und Dokus geguckt und gemacht und getan. Und es wurde für mich immer, immer gruseliger, was ich einfach nicht gewusst habe, in meiner Matrix gefangen. Und in dem Augenblick dann, wenn du diesen Aufwachmoment ein bisschen hast, ja, dann bist du halt mittendrin, statt nur dabei, stellt sich dann selber für dich dann die Frage, rappst du jetzt auch darüber? Oder weißt du das einfach und hältst es on the low low?
Weil ich habe damals, meisten. Bruder, ich habe mit vielen Rappern zu tun gehabt, schon damals. Ja? Und es gab rein und raus und man hat privat gesessen, man hat im Studio sich getroffen. Jeder hat über solche Themen geredet. Aber keiner hat gerappt darüber. Vielleicht waren die ein bisschen schlauer als ich. Bereust du das? Ich bereue gar nichts. Einfach absolut nichts. Weißt du so? Würdest du es heute anders machen? Oder? Nein. Ich weiß, dass es auf jeden Fall viele, viele Türen verschlossen hat. Und das ist der Part, wo ich sage, kann man sagen, das ist mein Problem, mein Fehler. Ich sage nicht, alle anderen waren schuld. Ich hätte ja auch meine Fresse halten können. Ich hätte ja auch kommerzielle Musik machen können. Ich hätte mich auch an Leute ranheften können und an deren Schwanz mich hochziehen können. Die haben damals meine großen Brüder und so auf der Straße, die waren gut, zum Beispiel mit den Arabern und so alle vernetzt, haben gesagt, mit denen und denen und denen Rapper, wir machen dir sofort Feature klar. Auch in Bushido zum Beispiel, sage ich dir offen und ehrlich. Ja? Die waren wirklich so miteinander vernetzt, dass sie als 13-Jährige damals Karl-Marx-Straße leer geräumt haben. Also die kannten sich von damals. Krass. Kein Spaß. Mhm. Und meine Leute waren die erste Generation von Hip-Hop. Die DJs und so, von Maxim und so, weißt du so, diese Zeiten so. Und die sagen, kein Problem, Bruder, sag nur ein Wort, wir gehen ins Café, wir gehen zu denen, wir reden, dies, das, die sollen dich pushen, die sollen dich pushen. In meinem, sag ich mal, Stolz, falsches Ego, wie auch immer man das nennen will, habe ich es immer abgelehnt und habe gesagt, weißt du was, nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde irgendwann es selber schaffen, durch mich selbst, durch das, was ich rappe und durch das, was ich repräsentiere in der Öffentlichkeit, dass ich mir hole, was ich verdient habe, auch wenn ich doppelt so viel arbeiten muss. Und die meinten so, ey, du bist doch bescheuert. So, ja, normal. Weißt du so? So eine komische Sturheit einfach so. Das war auch so ein Grund. Ich habe mir selber natürlich dadurch Türen zugemacht. Ja, aber im Nachhinein betrachtet, so, ich finde es halt, du kannst auch stolz darauf sein, weißt du, wie ich meine, so, weil wie viele Künstler gibt es davon, die das so durchgezogen haben, so? Wie viele Künstler gibt es von denen, die auch die Sachen gesagt haben, die sie fühlen, denken oder gesehen haben, irgendwo einen gewissen Gerechtigkeitssinn haben und dann sagen, ich stelle mein eigenes Vorankommen oder meine Karriere vielleicht in dem Moment hinten ran, das ist mir auch bewusst, aber ich kann es einfach nicht einfach so auf meiner Seele liegen lassen, so, weißt du, ich finde, das zeichnet einen Künstler aus, ich finde, das ist Rap, so. Für mich hat es viel mit Rap zu tun, so, weißt du, wie ich meine? Was du da durchgezogen hast. Ich finde es gut. Du, ich sag so, wenn das Buch geschlossen wird und die Geschichte ist erzählt, wo wir noch lange nicht sind. Ich habe gerade erst angefangen. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ich weiß nicht, die Leute definieren Sachen manchmal komisch. Bro, ohne so Menschen wie dich wäre das doch langweilig, das Game, finde ich. Alles ist so gleichgeschaltet. Keiner hat mehr eine richtige Meinung. Keiner legt auch mal seine Meinung auf den Tisch, ohne davor zu zucken so, oder Angst zu haben, dass er auch mal aneckt oder so. In anderen Ländern, ich habe auch viele internationale Künstler kennengelernt. Ich war auch in Miami ein paar Tage und da habe ich auch mit ein paar Rappern geredet und so. In den anderen Ländern, in vielen anderen Ländern ist es cool, wenn du eine eigene Meinung hast. In vielen anderen Ländern ist es auch geil, wenn du deine eigene Meinung nach außen trägst und da irgendwie auch ein bisschen gegen Mühlen arbeitest und so. Manche, die mögen das Consciousness so ein bisschen so. Ich finde, in Deutschland gibt es das noch nicht so krass. In Deutschland muss da vielleicht auch noch irgendwo ein Wandel stattfinden. Aber ich finde es gut, dass es halt wenigstens ein paar Künstler gibt, die auch da in die Kerbe reingehen und davor nicht zurückschrecken, dass sie auch mal anecken und vielleicht auch ihre Karriere manchmal nicht dann so geil läuft. Aber im Nachhinein betrachtet wird sich das alles auszahlen, denke ich. Das ist meine Hoffnung bei der ganzen Sache. Deswegen sage ich, also wenn das Buch zugeschlagen ist und meine Geschichte ist zu Ende erzählt, sollte ich irgendwo broke, irgendwo geendet sein und total mit mir selbst unzufrieden und verbittert, weil ich es nicht geschafft habe, dann ist es absolut legitim zu sagen, du hast die falsche Entscheidung getroffen damals. Da muss man darüber nachdenken. Aber solange es nicht der Fall ist, spielen wir das Spiel mal. Weißt du so? Wir werden sehen. Ja, wie du gesagt hast, wenn du dich mit so vielen Sachen informierst und so viele Wahrheiten für dich auch verstanden hast und das die ganze Zeit auf deiner Seele liegt und du eigentlich einen krassen Gerechtigkeitssinn hast und dich dann aber dafür verbiegst, dass du krassen Erfolg hast und dann bist du krass Fame, wer weiß, wie du dich dann fühlst, so. Weißt du, wie ich meine? Wenn du auch broke irgendwo am Ende irgendwo landest oder in irgendeinem Land, keine Ahnung, in Mexiko mit mir zusammen am Strand rumhängst und wir sagen, fickt euch alle so, dann kannst du dir wenigstens trotzdem noch in den Spiegel gucken und sagen, ich habe immer das gesagt, was ich fühle und ich habe immer das ausgesprochen, was ich gerade denke, was das Richtige ist. So. Das ist richtig. Und was ich versuche, ist halt die goldene Mitte, was das angeht, zu treffen und zu finden, was wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist. Definitiv, muss ich sagen. Ja. Ich möchte gerne mein Maul mir nicht verbieten lassen und auch für die Sachen, für die ich persönlich denke, dass es sich lohnt, für sie einzustehen, möchte ich weiterhin einstehen können. Und wie du gesagt hast, nachts in den Spiegel zu gucken, ist für mich wertvoller als Geld. Aber wäre es nicht geil, dass man dieser Typ sein kann, auch noch mitten im dicken Bankkonto? Ja. Yeah. Das wäre doch geil. Und das habe ich mir in letzter Zeit, mit jedem Jahr habe ich mir das immer weiter erarbeitet. Und bei mir wächst, jeden Tag wächst, solange es wächst, wenn es auch nur ein kleiner Schritt nach vorne ist, ja, und kein großer Sprung, bin ich sehr, sehr zufrieden, was die Situation angeht. Hauptsache, man bleibt nicht stehen oder im schlimmsten Fall läuft rückwärts.
dann bin ich sogar über die Baby Steps glücklich. Mhm. Weil ich bin hier in dieses Land gekommen mit Luft in meiner Hand. Nichts, ich schwöre dir. Wir sind hierher gekommen als Flüchtlinge, ganze Familie in ein Zimmer. Wir hatten nicht mal eine Dusche. Wir haben so Marken bekommen, wir mussten baden gehen im Schwimmbad, damit wir sauber werden. Also ich bin mit nichts hierher gekommen und habe jetzt schon eine Menge. Aber ich plane noch sehr viel mehr zu haben. Das ist auch natürlich ein teilweise materialistischer Egoismus, dass man sich schöne Sachen leisten will. Ich bin kein Antikapitalist oder sowas, der sagt, ich trage keine Markenklamotten, gar nicht zum Beispiel, und möchte auch am besten kein Geld haben. Hauptsache, ich bin Rebell und Kommunist oder so. Das war ich noch nie. Das war ich noch nie. Aber was wichtiger ist noch als die eigene Erfüllung von materiellen Wünschen, ist die Möglichkeit, mit Geld Großes zu erschaffen. Das ist das Einzige, was mich wirklich, wirklich tatsächlich interessiert. Großes zu erschaffen in Bezug auf musikalische Kunst und Möglichkeiten zu bieten, durch Business und so weiter, andere Leute mitzuziehen und Sachen zu schaffen, die revolutionär sind oder die Leute weiterbringt und im besten Fall auch noch deine Tasche füllt und dich zu einem glücklichen Menschen macht. Ich meine, was zum Teufel soll das Problem daran sein? Ich verstehe das gar nicht, wenn manche Leute diesen Weg kritisieren. Aber sollte man sich zu sehr verrennen in die Materie und den Sinn für das Menschliche verloren haben, das ist das. Dann ist zu Ende, finde ich. Ja. Dann ist zu Ende. An die diesen Game-Over-Punkt will ich nicht kommen. Ja, die Waage, wie du es gesagt hast, ne? Die Waage zu halten, ist halt so mit auch das, so eine wichtige Nummer. So. Das habe ich natürlich in meiner eigenen Haut auch gespürt. So, ne? Ich habe da auch so ein bisschen halt so, das war auch ein bisschen wie ein Schlag in die Fresse. Das hat man von mir ja auch nicht gekannt, dass ich da mich irgendwie hinsetze und mich zu politischen Themen äußere und sowas, so, weißt du? Wo ich auch sage, heute im Nachhinein reflektiert betrachtet, so, dass man da auch ein bisschen mehr die Waage hätte halten können. Aber hätte, wäre, wenn, so alles, was passiert ist, macht mich zu dem, der ich heute bin, so, weißt du? Denke ich. Was machst du daraus, ist die Frage. Genau. Ja, genau, genau. Was ich dich mal fragen wollte, was war so der heftigste Boykott? Wo hast du es am meisten gespürt, dass du irgendwie gecancelt wirst, dass du irgendwie gerade boykottiert wirst? Oder was war so die abgefuckteste Nummer, wo du für dich gespürt hast, so krass, Digga, scheiße, Alter. Das war 2007, 2008 herum, wo einfach niemand sich zurückgemeldet hat, von allen Interessenten, so. Es waren wirklich eine Menge Leute, die gesagt haben, aus dir wird was, du hast Potenzial, wir sind Label, wir sind Vertrieb, ich kenne Manager, ich kenne dies, das, alle Handys aus, direkt. Nachdem sie es gehört haben und mich gesehen haben, was ich in Interviews gesehen habe und das Album Tränen von mir bekommen haben, was im Jahr 2008 ja schon fertig war, es kam 2010 raus, weil keine Perspektive. Ich habe echt 2 Jahre lang versucht, noch irgendwie mich selbst zu verarschen, dass es doch noch irgendwie klappen kann, dass ich irgendwo unterkomme mit diesem Album, was meiner Meinung nach für das Jahr 2008 einfach ein Tick weiter war als die meisten anderen. Mhm. Und das hat nicht funktioniert, oder? Und das hat mich auf jeden Fall zurückgeworfen und es hat mich auf jeden Fall mental abgefuckt, so, weißt du so? Und sich da aus diesem Loch jetzt irgendwie so rauszukramen, inklusive viel, viel privater Probleme zu der Zeit, war auf jeden Fall ein Mammutprojekt. Und der zweite Boykott, der dann gekommen ist, der relativ heftig war, war halt in der 100% Real Talk Zeit, da wo wir dann den Kanal gesperrt bekommen haben und wo dann diese Antisemitismusvorwürfe in den Raum gestanden haben, durch Ben Salomos Buch dann natürlich auch prominenterweise, und sich dort eine Bestimmung dann irgendwie so ein bisschen gegen mich entwickelt hat, weißt du so, wo ich gedacht habe, ah, here we go again. So. Das hat wahrscheinlich aber auch mit deiner Vergangenheit zu tun gehabt. Ja, ne? Ich glaube, wenn du die Vergangenheit nicht gehabt hättest, hätten die dich auch vielleicht erstmal gefragt, was sie ja nicht gemacht haben am Anfang so, weißt du? Nee. Du wurdest ja sofort angegriffen und du bist sofort der Antisemit gewesen und der Judenhass. Das war schon klar für alle, ne? Ja, das war so safe. So, das ist ja der früher schon über 11. September und Israel und so geredet hat, natürlich. So, weißt du? Crazy. Aber ich hatte meine eigene Plattform zu der Zeit, das hat mir meinen Arsch gerettet. Ja. Und das war nicht so geplant. Das ist halt einfach von oben Schicksal. Also, das ist nicht mein Timing, ne? Es kam einfach zu der Zeit, wo wir den Podcast Original einfach gegründet haben. Genau zu der Zeit kam dieses Buch raus. Weil das haben wir bei der Sido-Folge besprochen. Ja, zweite Folge. Zweite, oder so. Dritte, irgendwie sowas. Und dann kann ich auch mal gegensteuern. Und es war auch nicht geplant, in der Sido-Folge darüber zu reden. Aber wie lange hat es jetzt gedauert von da aus, bis es gerade gerückt wurde? Es wurde bis jetzt immer noch nicht gerade gerückt, wenn du mich fragst. Na klar, diese Tierstar-Geschichte, auch vielen Dank an Tierstar, dass er sich dafür eingesetzt hat. Und Beatty, die Kassiererin, die halt einfach gesagt hat, weißt du was, ich sag einfach, wie es war. Hätte sie nicht machen müssen, deswegen... Ich hatte mit ihr Stress, mit dieser Frau. Und ich habe sie nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen und ich hatte Stress mit ihr. Mhm. Sie hätte das nicht machen müssen. Aber sie hat sich für die Wahrheit entschieden. Und dadurch hat sie einen Zug ins Rollen gebracht, der von mir alleine sehr, sehr schwer zum Ankurbeln. Also ich hätte es nicht geschafft. Ja? Vor allem nicht auf so einer medialen Ebene, wie er auch darüber geredet hat, so zum Beispiel. Und das meinst du, glaube ich, auch, dass es bis heute nicht richtig gerade gerückt wurde, weil er halt auch in den ganzen TV-Sendungen war und überall... Und eine krasse Reichweite damit generiert hat. So, ne? Aber es gibt halt so einen Paradigmenwechsel und der kam mir zugute. Weil ich meine, gut, erst bei Tagesthemen
ist er auf der YouTube-Plattform und erzählt, was Antisemitismus bedeutet. Seine komische 3G-Regel oder wie das auch immer heißt. Er labert sowieso nur Scheiße, der Junge. Aber er hat zum Beispiel Langs mitgenommen. Er hat Amazon-Rezensionen, gute 5 Sterne und TV-Portale, WDR, dies, das. Der wurde total begünstigt, ne? Aber guck mal auf Tagesthemen sein Video an. Hat 900 Klicks, Alter. Das heißt, wenn Salomo sich irgendwo hingesetzt hat und seinen Schwachsinn über mich erzählt hat, ob das jetzt mit Michael Friedmann ist oder mit anderen großen Leuten oder Plattformen, hat ihm trotzdem keiner zugehört. Und ich bin in dieses Game reingekommen, obwohl ich eigentlich schon über 10 Jahre drin war. Nur kein Hahn hat nach meinem Hype-Abfall über mich geredet. Also zwischen 2008 und einfach mal 2017. Ist eine Menge Zeit vergangen, Bruder. Weißt du, was ich meine? So? Mhm. Und genau da komme ich jetzt wieder zurück und schleiche mich in dieses Game zurück und zeige zum ersten Mal der Öffentlichkeit, wer ich überhaupt bin. Weil die Persönlichkeit hinter der Person war immer mysteriös. Mhm. Es hieß Terrorist, es hieß Gangster, es hieß dies, das. Jeder hat sich so seinen eigenen Film daraus gebaut, ja? Und die Persönlichkeit von mir im 100% Real Talk und das Format selbst hat meinen Arsch da, was das angeht, natürlich stark gerettet. Und spätestens als Beatty gesagt hat, was wirklich damals abgegangen ist und Tierstar da auch nochmal einen großen Aufruhr draus gemacht hat, hat sich die Rap-Szene, hat sich dann endlich mal kollektiv, was die Fans angeht, hinter mich gestellt. Aber nicht die Rapper. Von den Rappern hat nur PA Sports seinen Mund aufgemacht. Das ist der Einzige, der da Stellung bezogen hat. Und bis ans Ende des Tages, habe ich gesagt, werde ich PA auf jeden Fall dankbar sein dafür. Ja, weil sogar wenn es so eindeutig ist und wo wir Partei ergriffen haben für die Sidos und für die Flares und so, wenn die ihren Struggle gehabt haben, wo die Bildreporter vor deren Tür gekommen sind oder die versucht wurden, halt bei Stern TV gefickt zu werden durch irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Mädchen und so, haben wir uns immer gerade gemacht. Es gab immer einen Post von mir, es gab immer eine Einladung von mir und so weiter. Deswegen, ich war aber nicht enttäuscht. Es hat mich nicht ein bisschen überrascht. Aber trotzdem ist PA der eine Motherfucker und Matthias Clemens, der ist kein Rapper, aber der hat auch einen blauen Haken, die in der Öffentlichkeit sich für mich gerade gemacht haben, gesagt haben, guck mal, was da passiert ist. Das ist eine Schweinerei, Bruder. Das ist es. Weil dieses Thema, im Gegensatz zu dieser Flair-Kacke zum Beispiel, die jetzt in letzter Zeit abgelaufen ist, ja, mit dieses so kindergartenmäßige Deutschrap-Seifenoper-Scheißdreckzeugs, ja, so, im Gegensatz dazu ist das weltbewegend, dieses Thema, Bruder. Das ist größer als ich. Da geht es so um Rapper. Da geht es um Egos und um Lügen und wer ist wirklich wer hier, ja. So, es geht um eine gewisse Art von Scheinfassade, die mit Hip-Hop zu tun hat. Aber dieses Thema, geht Antisemitismus, oder? Das ist Israel-Palästina-Konflikt, ja, das geht um Millionen von Schicksalen, oder? Verstehst du, was ich meine? Das ist so viel größer als ich selbst. So viel größer auch als Rap. So. Bruderherz, das ist wirklich entscheidend und bedeutend. Ja. Weißt du so? Ja, ja. Das bedeutet mir wirklich was. Ja. Flair ist einfach nur ein Spast. So, das war's. Ja, okay. So. Das ist meine Meinung, Bruder. Weißt du, so? Du bist ja cool mit dem. Ich will auch gar keinen in diese dumme Stimme reinbringen. Nein, ich will auch heute hier gar nicht. Ich mach den Jungen einfach nicht. Aber er ist halt nicht groß. Er ist so klein. Weißt du so? Aber diese Ben Salomo-Sache ist für mich sehr, 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 sehr wichtig. Weil zum Beispiel bei Flair hat auch bei mir einen Stein im Brett halt. Weil er halt auch einer von denjenigen waren, die nach dem Cancel-Ding bei mir auch sich positioniert haben und auch gesagt haben, ich setze mich trotzdem noch mit dem hin. Und ich sag auch, hier, ich setze mich noch mit dem hin. Und jeder, der sich nicht hinsetzt, hat er sogar gesagt, das ist eine Fotze. So, weißt du, wie ich meine? So. Also hat sich auch irgendwo gerade gemacht. Macht für mich. Ja. Deswegen bin ich auch dankbar halt dafür so. Sehr gut. Und da hat er einen Stein bei mir im Brett auf jeden Fall. Ich würde auch niemals von dir verlangen, dass du ein schlechtes Wort über diesen Jungen verlierst. Ja, ja. Das ist auch der Unterschied zwischen mir und ihm. Das ist der Unterschied. Ich habe überhaupt gar keinen Respekt für diesen Vogel. Weißt du so? Weil ich nicht von Leon erwarte, dass er irgendeine Partei bezieht. Ich würde niemals, auch wenn wir Best Friends wären, würde ich nicht sagen, Leon, mach mal nächstes Mal bitte kein Interview mit ihm. Nein. Das ist so Bullshit. Ja, voll, weißt du, Bullshit, voll Bullshit. Voll Bullshit. Voll. Ich ziehe niemanden in meinen Stress rein. Ja, 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 ja. Aber ich sage Tacheles, was los ist. Ja. Du hast ja dann den 100% Real Talk mit Boogie gestartet, ne? War da schon der Plan so ein bisschen dahinter, dass du sagst, ich will mir jetzt auch so eine mediale Aufmerksamkeit verschaffen oder wir wollen uns so eine mediale Aufmerksamkeit verschaffen, dass wir vielleicht dann auch im Nachhinein unsere Musik dann auch dadurch pushen können und dass du es dann schaffst auch so? Absolut. War das schon von vornherein so ein Hintergedanke? Ja. Ich habe gehört, dass Spotify 400, 500 Millionen oder so in Europa reinsteckt, nur für Podcasts, weil in Amerika der Boom sehr groß war. Mhm. Joe Rogan hat alleine für seinen Podcast ja 120 Millionen bekommen von Spotify, exklusiv. Also es wurde Geld ausgeschüttet. Und ich war schon immer im MMA drin. Also so, es war meine große Liebe, seit ich Jugendlicher bin, war Kampfsport. Und ich habe Rogans Karriere verfolgt und ich habe den Trend dort drüben verfolgt und ich habe schon so viele Ideen gehabt, Bruder. Die ich lange, lange bevor die hier in Deutschland irgendwas wurden, hatte ich die schon in meinem Kopf und habe gemerkt, es interessiert keinen, weil es nichts nützt, Ideen zu haben. Mhm. Wenn du die nicht umsetzt, waren es einfach nur Furz im Wind, Bruder. Was ist eine Idee wert? Nichts, gar nichts. Und ich habe das öfters erlebt.
Und deswegen habe ich mir Boogie sofort genommen, habe gesagt, guck mal, pass auf, wir haben schon viele, viele Sachen gehabt, ich habe schon tausende Ideen gehabt, wir haben sie nicht umgesetzt, lass uns mal da den Fehler nicht machen. Mhm. Ja? Podcasting wird nach Deutschland kommen, es wird eine große Nummer werden, ich verspreche, ich garantiere dir das, auch wenn du gar nicht weißt, was das heißt, ja, weil damals Podcast war für kaum jemanden im Begriff. Und ich habe gesagt, lass uns das durchziehen, damit du auch eine eigene Plattform hast, um deine eigene Musik, vor allem deine Musikvideos, an den Mann zu bringen. Es kann ja nicht sein, dass du immer auf Kool Savas deinem Kanal und auf TV Straßensound und links und rechts irgendwie deinen Shit droppst. Du bist bekannt, Mann. Jeder weiß, wer du bist, Bruder. Du brauchst einen eigenen, gut funktionierenden YouTube-Kanal. Und es wäre halt intelligent, wenn man das koppelt. Lass uns einen Podcast draus machen. Wir haben genug Kontakte. Du hast viel mehr Kontakte als ich. Telefonier einfach mal das Who is Who so durch, wer da Interesse dran hat. Ja? Du bist sowieso auch Moderator, TV Straßensound. Funktioniert bestimmt gut, Bruder. Lass einfach ausprobieren. Ja, gut, lass uns ausprobieren. Dann habe ich das ganze Equipment gekauft, habe mich um Location mit ihm zusammen gekümmert, halt die ersten Gäste angerufen, fast alle haben direkt zugesagt, weißt du. Die sind gekommen, keiner hatte das auf dem Schirm, dass es so platzt, inklusive der Sponsoren. Ihr? Du? Ja, ich dachte Hattet schon. Hattet ihr das auf dem Ja, ich dachte schon, ja. Ja? Hast gewusst schon, oder? Ja, alleine weil Podcasting halt so groß war und ich dachte, dass Deutschland 100 pro nachzieht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wir waren halt zuerst. Alleine deswegen dachte ich, kann es erfolgreich werden. Ich war vorher da, Bruder. Bruder, ich glaube nicht, glaub nicht, dass du einen Podcast gemacht hast. Also doch, so offiziell so. Doch. So mit Kopfhörer und auf Ton achten und so. Okay, aber ich habe seit den ersten Folgen auch auf Spotify, ja, iTunes, überall okay, als, Pod, als Podcast hochgeladen. So, weißt du? Aber nicht offiziell mit, ja, so Tisch, Mikrofon und, ja, ja, Kopfhörer und so. Das war schon mal noch was anderes. Das war so dieser Vibe, den wir vermitteln wollten. Ja, ja, aber ich hatte ähnliche Gedanken, ja, wie du. Also ich war da auch, habe mich auch orientiert und habe auch gedacht, so ein Podcast muss hier geben. Ich habe mich an Drink Champs orientiert. So. Ja, genau. Ich habe halt zu der Zeit voll viel Drink Champs geschaut. So. Ja. Und hab mir gedacht, Bruder, du musst auch irgendwie sowas in so eine Richtung irgendwie machen, ja, so, weißt du? Drink Champs war auch für uns auch eine Motivation. Also es war von Anfang an eine Mischung aus Drink Champs und dem Rogan Podcast, mhm, weißt du so? Mhm. Weil wir ganz genau wussten, Drink Champs ist zu speziell, zu Rap. Und das wird mit meiner Persönlichkeit nicht klappen, weil ich habe kein Interesse, nur über Rap zu reden. Mhm. Habe ich nicht. Mhm. Und dementsprechend war es klar, dass es so eine Vermischung aus beiden Welten wird. Und es hat ganz gut funktioniert, halt, ne? Der Durchgeknallte und der Kanake, der so ein bisschen überrascht, dadurch, dass er ein bisschen besser spricht, als er aussieht, als man von ihm denkt vielleicht. Und der eine ein bisschen ernster, der andere ein bisschen mehr funny. Das mittlerweile eine sehr wichtige Plattform, finde ich, hier, ja, in dem Land und in der Szene so. Deswegen Respekt dafür auf jeden Fall. Danke dir, Bruder. Hast du jemals daran gezweifelt, dass das irgendwie vielleicht auch korreliert mit deiner Rap-Geschichte so? Weil manche Leute sagen ja, okay, Interviewer und dann Rap machen und irgendwie, ah, funktioniert das überhaupt? Hast du darüber nachgedacht oder war dir das eigentlich Latte? Ich habe das nie als Interview gesehen. Ich habe das auch immer gesagt. Jeder Gast, der gekommen ist, der gefragt hat, ja, wir machen jetzt Interview, habe ich gesagt, Bro, wir machen kein Interview. Talk, so, ne? Ja, wir machen Talk zwischen gleichberechtigten Parteien auf Augenhöhe. Ich sehe dich nicht 1% über mir. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, aber auch vor 10 Jahren, habe ich einen Savas, der unsere erste Folge gemacht hat, für den ich Respekt habe, der hat viel geleistet und er hat diesen Respekt verdient. Aber er ist nicht über mir, in keinerlei Hinsicht. Weder als Rapper noch als Mensch. Das ist meine Meinung. Mhm. Du kannst widersprechen, er kann widersprechen. Das ist euer gutes Recht. Mhm. Aber ich habe mich nie dort reingesetzt und dachte, ich bin ein Interviewer, du bist das da. Obwohl ich ein Niemand bin, nur in Bezug auf Zahlen. So, weißt du? Aber ich bin kein Niemand, Bruder. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Weißt du so? Und ich werde mich nicht unterm Wert verkaufen und mich klein mit Hut machen, nur weil einer ein Star ist, in Anführungsstrichen. Das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Weil man auch die Jungs teilweise kannte, als sie keine Stars waren. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ich bin seit 98 in dieser Scheiße. Das ist krass, Digga. Weißt du, was ich meine? Wie alt bist du jetzt? Ich bin 39, Bruder. 39? Ja, lange dabei. Krass, Digga. Und immer noch weiter am Gas geben und immer noch am Machen und am Tun. Ja. Respekt, Digga, cool. Was ich dich gerne noch mal fragen würde, weil ich weiß gar nicht, in welchem Talk ich das gesehen habe. Wo war das noch mal? Wo warst du eingeladen? Wo du am Ende, ich glaube, bei Budak war das, wo du am Ende noch mal so ein bisschen über Boogie auch geredet hast. Genau. So. Ja. Da wollte ich gerne noch mal so ein bisschen reinhören. Jetzt auch ohne Disrespect, weil Boogie jetzt nicht dabei ist. So. Ach, weißt gar du? Kein Thema. Wie ist das Verhältnis zwischen euch und wie hast du ihm geholfen? Wie hat er dir geholfen? So, weißt du, weil man hat schon das Gefühl, dass du auf jeden Fall auch einen krassen Einfluss auf den Bruder hast. So. Das stimmt auch. Ja. Man weiß aber nicht genau richtig, wie, warum, weshalb, irgendwie so. Was weißt du nicht, was genau. Ja, wie kam das zustande, dass du dir auch, hast du dir, oder ist es überhaupt so, dass du dir auch irgendwo zur Aufgabe genommen hast, den Bruder wieder klar zu kriegen und wieder an den Start zu bringen? Was war die Motivation dahinter? Warum machst du das so ein bisschen in die Richtung, weißt du? Boogie kenne ich sehr, sehr lange, muss man dazu sagen, aber wir waren nie die Bros, die privat miteinander groß gechillt haben. Weil ich in meinem Kreuzberg einfach hängen geblieben bin, ehrlich gesagt, in meiner Jugend.
Ja, also so, wir waren sehr, sehr, sehr aufeinanderhockende Clique von vielen, vielen Jungs. Du musst dir das so vorstellen, dass immer in einer Wohnung waren immer 15 bis 20 Jungs. Und es gab mehrere Wohnungen, die waren alle innerhalb von einem Kilometer. So. Und man kannte sich untereinander. Fünf haben die dann besucht. Wir sind dann die besuchen gegangen. Dann waren die auf einmal bei uns. Es wurde gedealt, es wurde gezockt, es wurde gekifft, es wurde gesoffen, es wurde zusammen gefickt. Es war richtig Rudel. Einfach Rudel. Mhm. So. Und das war unser Leben. Und Boogie kam aus Langwitz, der hatte ein anderes Leben. Aber in Kreuzberg war die Zentrale des Bassbox-Labels. Bassbox, ja, Frauenarzt, Boogie, Mach One, weiß, Orgasmus war auch dazu gehörig und so weiter. Eine Menge Leute, die dann später was geworden sind. Tony D ist dann bei Agro gelandet und so. Und das war in der Reichenberger Straße, direkt wo ich gewohnt habe. Und die kamen da alle nicht von dort, außer Mach One selbst und Isa. Isa war auch aus Kreuzberg. Da habe ich dann Boogie kennengelernt und ich habe gemerkt, das ist ein anderer Vibe, das ist ein herzlicherer Vibe. Wir beide connecten sofort miteinander, weißt du so? Habe sofort mit ihm angefangen, auch Musik zu machen. Und wenn man sich dann irgendwie auf musikalischer Ebene oder auch mal auf Jams, Partys und so weiter, waren wir immer Clique, immer Clique. Wie war Boogie zu der Zeit drauf so? Der war verrückt auf jeden Fall, Bruder. Der war verrückt. Aber er war kein Verrückter ohne Herz. Das war wichtig. Er hatte das Herz an der richtigen Stelle, aber er war durchgeknallt. Er war durchgeknallt und eine Menge Leute hatten eine Menge Paranoia vor ihm. Ja? Weil er hat einfach eine Menge, Menge Scheiße gemacht auch. Also in Richtung gewalttätig sein und so weiter war er BCs Anführer. So. Also er war der General, er hat gepfiffen und die anderen sind hinterhergelaufen. Aber wenn man Angst vor BC hatte, hatte man Angst vor Boogie, um es auf den Punkt zu bekommen. Weißt du so? Und der war nicht zimperlich mit Waffen und keine Ahnung was, alles mögliche. Jeder wusste ganz genau, wenn du mit Boogie Stress hast, das kann auf jeden Fall in die Hose gehen, der ist wirklich Street so. Weißt du so? Und das war halt das Ding, was uns auch so ein bisschen verbunden hat. So. Weil Bassbox waren auch viele Durchgeknallte, viel Drogenrap und so. Aber wir waren so diese Street-Leute so. Deswegen haben wir uns von Anfang an sehr gut verstanden. Und unser Weg geht jetzt mittlerweile über 20 Jahre. Ich habe ihn kennengelernt im Jahre 2001. Dass Boogie das Herz am richtigen Fleck hat, habe ich auch sofort gespürt, als ich den das erste Mal gesehen habe. So. Ein Herz, ich mag ein den Juwel. So krass irgendwie. Ich habe den auch voll krass in mein Herz eingeschlossen. So. Ja. Wo wir uns gar nicht so privat so richtig krass kennen, aber ich verfolge ihn und ich sehe ihn in seinen Augen und so. Ich weiß nicht, ich mag den sehr. Ja. Ich mag ihn sehr. Okay, okay, und wie ging es dann weiter? Es ging halt so weit weiter, dass wir miteinander Sachen gemacht haben und so. Und der erste Klapsebesuch und der zweite und der dritte und Psychose hier und Psychose dort. Und habe ich auch schon prominenterweise öfters gesagt, die Leute machen sich schon lustig darüber, aber ich war zwei Tage lang ja auch mal seine Geisel. Also auf Psychose musste ich darauf achten, dass er sich selbst nicht umbringt, andere nicht umbringt. Er wollte den Hund töten, er wollte aus dem Fenster rausspringen, er wollte anderen Leuten Sachen antun. Also so ganz, ganz schlimm. Du bist dann auch gar nicht mehr bei dir, weißt du. Der läuft dann durch meinen Hausflur und sieht irgendwelche Sachen, die gar nicht existieren. Wo und kam so weiter. Die Scheiße her? Von irgendwie LSD, glaube ich, hat er bei mir im Interview erzählt, glaube ich. Ne? Oder Drogen, so. Drogen, ja, und irgendwann Psyche. Ganz genau kann ich es nicht erklären. Aber es wurde dann, irgendwann wurde es dann so ein wiederkehrendes Ding. Und wiederkehren und wiederkehrend. Du konntest die Uhr danach stellen, vor dem Album-Release von MC Boogie landet der in der Klapse, Bruder. Immer wenn der Druck gestiegen ist, war der weg. Der war weg. Hat der sich dann selbst eingewiesen oder wie läuft sowas ab? Das läuft dann so ab, dass er mit Gewichthebergürtel, Machete und keine Ahnung was durch seinen Bezirk läuft und irgendwann dann in einer Plastikpalme landet, weil er einfach nicht mehr er selber ist. Ich musste damals die Bullen rufen, Bruder, damit die ihn endlich mitnehmen. Nach zwei Tagen konnte ich nicht mehr. Ich habe nicht geschlafen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er den Hund tötet, Bruder. Also da hatte ich am meisten Angst, weil da hat er am meisten immer gedroht. Er wollte auch sich selber Sachen antun und Menschen was antun, aber er hat das irgendwie auf diesen scheiß Hund abgesehen, Bruder. Und ich habe irgendwann, Alter, wirklich meine Macke bekommen. Schlafentzug, total kaputt, Alter. Weißt du, was ich meine? Bei mir zu Hause auch noch. Ich will einfach nur, dass niemandem was passiert. Aber irgendwann fehlt dir deine Kraft. Und wir sind nicht die Leute, die Polizei normalerweise bei sowas anrufen. Aber es ging nicht mehr. Ich hatte keine andere Wahl. Ich war verzweifelt, ich schwöre dir. Habe ich die Bullen angerufen, die sind nach vorne gekommen. Ich dachte, jetzt gibt's Rambazamba des Todes, Bruder. Der rastet jetzt völlig aus. Die sind vor, die wollen meine Tür eintreten. Ich mach schnell auf, schick ihn noch nach vorne. Er geht nach vorne auch noch. Der ganze Hausflur voll mit Bullen. MC Boogie auf Psychose. Und ich denke mir, fuck, Alter, das endet scheiße, Bruder. Nichts ist passiert. Nee? Er hat sich nicht gewehrt, gar nichts. Sie haben ihn einfach mitgenommen. Okay. Wir haben ihn auf den Boden gelegt, wir haben gesagt, hört auf, seid nicht grob zu ihm. Der hat gerade Psychose, sind gut mit ihm umgegangen. Dann wird er halt eingewiesen, weißt du, wird mit Spritzen vollgedrückt. Ja, der Staat sagt, nimm mal die Medikamente, nimm mal die Medikamente. Du musst jetzt das machen, dies machen. Dann kommt er raus, perspektivlos. Drogenproblem, Alkoholproblem, Absturz des Todes, Bruder. Ganz tief runter, ganz tief runter. Ganz tief runter. So, dass man denkt, es macht gar keinen Sinn mehr. Halt Abstand zu ihm, haben sie gesagt. Halt Abstand zu ihm.
haben sie gesagt, so, warum denkst du hier, warum machst du das überhaupt noch mit? Haben sie gesagt, weißt du so? Aber ich werde einen Bruder nicht fallen lassen. Und das hat sich jetzt im Nachhinein, jetzt über die Jahre, Gott sei Dank, hat sich das ja zum Guten entwickelt. Ne? Jetzt mittlerweile haben wir einen relativ stabilen MC Boogie. Ab und zu mal gibt es auch mal einen Auskreiser, ja. Aber es ist nicht mehr zu vergleichen mit damals. Damals war wirklich Endstufe. Und du hast dich damals davon nicht abbringen lassen und hast dir gesagt, so, wir kriegen zusammen noch irgendwie was gerissen, wa? Ja. Ich meine, er ist nicht der einzige und nicht der erste Freund gewesen, den ich so auf diese Art und Weise gehabt habe in meinem Leben. Muss ich dazu sagen, Kreuzberg war ein wilder Ort. Viele wilde Jugendliche mit vielen wilden Geschichten. Mhm. Wenn irgendwann mal ein Buch rauskommt, werden die Leute sagen, du hast das erfunden. Ich schwöre dir. Alleine meine Schulzeit, wenn da mal ein Buch rauskommt, werden die sagen, du hast erfunden. Erzähl keine Scheiße. So, weißt du, 100%. Dementsprechend, ich war schon ein bisschen gefestigt, so, weißt du so. Und dachte mir, lass mal durchziehen oder so. Aber irgendwann denkst du dir auch. Schwierig. Perspektive ist nicht da so und alles Mögliche an Scheiße so. Und Leute reden dir dann rein und sagen, was du machst, bringt nichts. Er bringt dir erst recht nichts. Was ist es, woran du festhältst? Geh, arbeite, mach was, dies, das. Ich war auf der Straße, hab gehustelt, damit ich Musik machen darf. Ich schwöre dir. Einfach nur, damit ich einfach nur Musik machen darf. Das ist der einzige Grund. So. Und ab welchem Zeitpunkt konntet ihr oder du davon leben, so, dass du nicht mehr hustlen musst? Noch nie. Ich hustle nicht mehr, Gott sei Dank. Ich habe das nicht mehr nötig. Ich verdiene durch andere Sachen mein Geld, aber nicht mehr illegal. Auf keinen Fall. Sage ich dir offen und ehrlich, wie es ist. Ich vertusche jetzt auch gerade nichts. Ich habe jetzt hier in diesem Zeitpunkt, wenn der SEK bei mir einreitet, sage ich zu denen, Hallöchen, kommt rein, setzt euch, wollt ihr einen Tee trinken? Hier, Shisha, bitteschön. Die werden nichts finden. Obwohl scheiß Verhältnisse waren, habe ich 11,5 Jahre ohne einen Tag zu schwänzen, habe ich Schule durchgezogen. Obwohl ich nichts anderes in meinem Leben jemals bis zum heutigen Tag mehr gehasst habe, als in die Schule zu gehen. Habe ich das durchgezogen. Aber irgendwann war die Luft raus. Irgendwann war die Luft raus, da habe ich mit DJing angefangen halt. Weißt du so, habe im Clubs mein Geld verdient und so eine Scheiße. Und dann komm ich zur Musik, fange an Beats zu machen, Rap zu machen. Und dann landen wir in der Krise, weißt du, und man versucht das Beste draus zu machen. Mhm. Und jetzt, an diesem Zeitpunkt, jetzt wo ich jetzt hier gerade bin, geht es mir ehrlich gesagt am besten. Also jetzt habe ich meine beste Phase zurzeit. Und du lebst rein von Podcast, Musik und so ein Shit, oder? Alles Mögliche an Kram natürlich. Links und rechts macht man so gewisse Sachen. Der Podcast hat mir sehr, sehr viele Türen eröffnet. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, auf jeden Fall. Will ich nicht wegreden. Ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor überhaupt, dass ich von Straße und so eine Scheiße weggekommen bin. Mhm. Und dadurch ermöglichen sich auch andere Sachen, weißt du so? Aber alles, wie gesagt, safe und legal. Alles clean. Was ist deine Perspektive so? Mit dem Podcast und mit deiner Musik und mit Boogie und diese ganze Geschichte, was so, hast du so schon irgendwelche konkreten Zukunftsvisionen, wo es als nächstes hingeht oder was erhoffst du dir? Ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, die Boogie-Geschichte, die ist jetzt eine Sache, die ist nicht abgeschlossen. Da ist kein grünes Häkchen dahinter, weißt du so? Mhm. Das ist ein jahrelanger Kampf und dieser Kampf, der trägt seine Früchte. Aber der Apfel ist jetzt noch nicht so fett, dass ich reinbeißen würde. Verstehst du, was ich meine? Also wir sind immer noch am Struggeln halt, ne? Medikamente, Drogen und keine Ahnung, was diese Geschichten sind, halt immer noch leider ein Bestandteil des Problems, habe ich ja letzte Mal bei Burak auch schon erklärt. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir das unter Kontrolle bekommen, was halt ein sehr langwieriger Weg. Und auf der einen Seite, das Dilemma ist folgendermaßen. Du hast Podcast, du hast mit Boogie zusammen Sachen, die du machen kannst und so weiter, Projekte, bla bla bla. In der Öffentlichkeit kommt das gut an, obwohl sehr, sehr viel Boykott auch dort stattfindet, muss man sagen. Wir wären schon ganz woanders, wären wir nicht kontrovers und gestrikt und gemiked worden von Lisa. Also wirklich mein Instagram-Account gelöscht, also ist ja immer noch, ne, ist ja noch nicht zu Ende gerade der Spaß. Der war Spaß ja jetzt ist schon wieder weg, ne? Ja, ist jetzt vor kurzem wieder gelöscht worden. Der zweite wurde danach auch gelöscht, aber den konnte ich irgendwie nochmal zurückholen, hätte ich selber nicht gedacht. Und man merkt schon auf jeden Fall, da ist halt eine Menge noch, was man so wegräumen muss an Steinen, damit man überhaupt richtig frei sich hinsetzen kann und nur geschäftlich und nur Kunst. Meinst du, der Punkt kommt überhaupt? Weil ich meine, du hörst ja auch nicht auf, du hältst ja auch deine Klappe nicht, Digga. So. Ja. Weißt du, du knallst ja auch schön immer weiter rein, so. Selbst wenn dein Instagram gesperrt ist, Tag wieder auf, gibt's direkt wieder neues Material, was auch für einen oder anderen unangenehm ist oder auch anstoßen kann, so. Meinst du, der Punkt kommt überhaupt, dass du dich gechillt hinsetzen kannst, nur auf deine Karriere und nur Deals machen kannst und so? Ist halt die Frage so, ne, ein bisschen? Wir werden sehen, aber es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich bin jetzt seit 2 Jahren in diesem Podcast-Ding drin überhaupt. Mhm. Dementsprechend, die Leute, die reden von mir immer so von einem alten Hasen und dass ich halt so voll abgewichst bin, ja, so, also souverän, sagen wir mal. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich grün hinter den Ohren in vielen Sachen, Bruder. Ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinsetze und sage, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich habe auch Fehler gemacht.
Es ist halt so, dass ich seit 2 Jahren eigentlich erst dabei bin. Ich bin lange in diesem Game, aber ich habe diese oberen Bereiche, die habe ich auch noch nie gesehen und nie genossen. Also ich war noch nie die Haute Couture des Deutschraps, ja, das war ich noch nie. Da war ich noch nie drin, ich war noch nie in der Elite. Ich wohne immer noch genau da, wo ich vor 20 Jahren gewohnt habe. So, weißt du, was ich meine? So? Und deswegen, ich mache auch Fehler. Und ich versuche daraus zu lernen. Ich hatte gestern zum Beispiel ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Menschen, der es gut mit mir meint und der sehr viel besser Bescheid weiß über Marketing und so ein Zeugs. Und habe mit ihm eine Challenge jetzt zum Beispiel vereinbart. Genau, lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich werde hochoffiziell für alle Leute da draußen ab heute, ab diesem Zeitpunkt, 3 Monate lang auf Instagram nichts Politisches, nichts Kontroverses, gar nichts mehr posten, nichts, null, gar nichts. Ich sehe das wirklich nur als reine Business-Plattform. Ich werde auf Telegram Scheiße posten, wenn es mir auf den Sack geht oder wo ich denke, das ist halt irgendwie wichtig oder keine Ahnung was oder das juckt mich jetzt. Aber ich werde Instagram mal komplett aus dem Spiel rauslassen. Und bei YouTube haben wir uns ja auch so ein bisschen gezähmt und haben darauf geachtet. Seitdem mit den Strikes und so läuft das alles besser. Obwohl wir uns den Mund nicht verbieten lassen, sind wir da, was das angeht, halt strategischer und wissen besser Bescheid über Community Guidelines und über das Game, wie es funktioniert und bla bla bla. Bitte nehmt uns nicht übel. Ich meine, wir waren neu. Wir wussten nicht alles, wie es genau funktioniert. Und dann werden wir sehen nach diesen 3 Monaten, ob mein Instagram wirklich Follower bekommt und so, weil ich bin permanent Shadowbanned. Also wirklich kein Spaß. Ja? So. Same over here. So, aber du hast ja schon gute Zahlen vorher gehabt. Bei mir wächst das gar nicht. Ich bin bei 10.000 oder was, 13.000. Also lächerlich, lächerlich. Super lächerlich. Aber die Frage ist wirklich, also ob es nach 3 Monaten überhaupt, also ich glaube, die Zeit ist länger. Ich glaube, es dauert länger. Er kennt sich gut aus. Er sagt, innerhalb der ersten 6 bis 8 Wochen müssten Shadowbands und so weiter geliftet werden. Und danach dann kommt dann auch der Algorithmus dann zu sich. Und da habe ich gesagt, wir werden sehen, Bro. Ich denke ehrlich gesagt, ich bin an Point of No Return. Also ich glaube nicht, dass es 3 Monate Instagram meine Reputation und meine Vergangenheit jetzt so gerade bügelt, dass ich jetzt auf einmal nächstes Jahr der neue Newcomer bin mit 40 Jahren. Ich habe das auch probiert in Mexiko. Ich habe auch versucht in der Zeit nichts mehr in die Richtung zu machen etc. Und Leute, die mich da getroffen haben und mir folgen wollten, haben mich nicht gefunden und so. Also bei mir ist auch nach einer gewissen langen Zeit auch so. Aber ey, ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Glück bei. Vielleicht funktioniert es. Aber ist es dann... nur ein Experiment, Bruder. Ich gucke, weißt du? Man kann gewisse Sachen kann man strategisch machen, aber ich habe auch dieser Person gesagt, ich bin der, der ich bin. Genau, wollte ich gerade sagen. Die Leute, die mögen mich auch so verbiegen zu lassen, dass du dann auf einmal auch so ein... Warum gucken die Leute den Podcast? Ja. Weißt du, was ich meine so? Ja. Doch bestimmt nicht, weil ich Mr. Clean Guy bin. So. Weißt du, bestimmt nicht deswegen. Ja. Wären wir ganz woanders? Könnte sein, ja. Aber ich mache gerne mal so ein Experiment, das tötet mich ja gar nicht. Nein, weißt du, so, ich mache einfach, ich gucke mal, wie das alles so funktioniert und so weiter. Und dann kann man sich ja mal entscheiden, was in Zukunft abgeht. Aber ich werde mich niemals, 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 niemals mundtot machen lassen von nichts und niemandem. Das ist definitiv 100%ig garantiert. Ja, es ist ein schmaler Grat, als so jemand wie du oder ich auch, oder allgemein Leute, die auch unangenehme Dinge schon mal angesprochen haben, schmaler Grat irgendwie, dass man trotzdem noch stattfinden kann, aber trotzdem sich nicht verbiegen lässt und so. Da muss einer einen richtigen Grat finden. Ich habe das bis jetzt selber noch nicht gesehen, wie einer das macht, dass er wirklich da auch mal die Fresse aufmacht, aber trotzdem im Mainstream stattfindet. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Leute, die verantwortlich sind, da wäre es halt vielleicht auch mal cool, dass es Leute in hohen Rängen gibt, die verantwortlich sind, die Leuten wie dir auch eine Chance geben und sagen so, ey, der ist zwar jemand, der auch mal unangenehme Themen oder auch mal aneckt und so, aber wir geben dir trotzdem die Chance, sein dich jetzt hier rein und pushen deine Sachen und gucken, ob es funktioniert so. Da müssen auch mal Leute kommen, die ein bisschen Balls aufbauen, um das zu pushen, so, weißt du, glaube ich. Don't hate the player, hate the game. Ich kann es wirklich einem Management oder so weiter jetzt nicht verübeln, dass die sagen zum Beispiel, ja, es ist mir zu kontrovers, Verschwörungstheoretiker-Stempel und hast du nicht gesehen und tralala. Weil ich meine letztendlich, der Manager selber, der würde verlieren. Mhm. Der würde verlieren. Ja? Stell dir mal vor, du hast jetzt wirklich 2, 3, 4, 5 Top-10-Acts. Also wirklich so Big-Player-Motherfuckers. So? Die hast du jetzt unter Vertrag und dein Geschäft läuft. Und du hast Merchandise da draußen. Vielleicht hast du sogar einen Eistee irgendwo im Regal. Also bei dir läuft es nicht nur auf dieser musikalischen Ebene, sondern du bist halt in the fucking game drin, aber zentral. Ja? Mhm. So. Und du hast auch vielleicht deinen Hustle gehabt. Vielleicht hast du auch 10 Jahre gehabt, wo du irgendwie belächelt wurdest, wo gesagt wurde, ach, den brauchen wir nicht ernst zu nehmen. Und dann schaffst du das dir aber, was aufzubauen, zeigst allen Leuten den Mittelfinger und wenn du jetzt in die Chefetage reinkommst, rollen sie den roten Teppich aus. Mhm. Und jetzt kommst du wirklich und fixst dir alles, indem du mich unter Vertrag nimmst? Das ist halt die Frage, davor haben die meisten Leute Angst. Die Frage ist, ob die sich überhaupt ficken, wenn die dich unter Vertrag nehmen, so, weißt du? Oder ob es nicht möglich ist, dass so jemand wie du auch parallel stattfinden kann, auch mit einer gewissen Reichweite, den man auch promoten kann, auch im Mainstream, ohne dass man davor Angst hat, dass man irgendwie gefickt wird dadurch, so, weißt du? Das ist so ein bisschen das, was ich so denke, so.
Wer weiß. Ich kann es dir nicht beantworten. Nee. Aber ich kann den Mindstate verstehen, dass man sagt, ja, ich scheue mich davor. Deswegen, ich bin auch niemandem böse oder irgendwie noch nachtragen von Leuten, die irgendwie dann auch gesagt haben, die wollen nicht mehr mit mir gesehen sein. Oder auch, ich meine, DevShop hat sich auch von mir getrennt mit der ganzen Klamottengeschichte. Sek Plus, Matthias Clemens, tatsächlich die einzigen, die auch am Start geblieben sind, auch nach der ganzen Geschichte. Mhm. Ich kann es auch niemandem übel nehmen, so, weil jeder muss natürlich auch auf sein eigenes Brot irgendwo gucken. Und wenn da absolut Ängste da sind oder wenn da Vermutungen da sind, dann kann man das auch irgendwo nachvollziehen. So, ne? Das kann schwierig werden. Und Matthias Clemens zum Beispiel, gut, dass du ihn ansprichst. Das ist halt der loyale Dude, so. Weißt du, was ich meine? Der hat das einfach gar nicht nötig. Er ist selber auch so ein bisschen rebellisch, wie man weiß. Und macht jetzt auch nicht alles super clean und versperrt sich hier und da vielleicht auch mal die ein oder andere Erfolgsmöglichkeit, dadurch, dass er Idealismus über Geld stellt, in mancherlei Hinsicht. Und Menschlichkeit, habe ich das Gefühl, ist bei ihm auch noch was wert. Sehr, sehr wichtig, weißt du? Bei ihm halt auch. Ja. Weißt du, was ich meine? Der ist halt auch ein Sponsor aus Überzeugung, sag ich mal so. Ja? Ja. Und er ist halt so gut aufgestellt, er braucht sich den Schwachsinn von den anderen gar nicht reinzuziehen. Wenn er der Meinung ist, er steht dahinter, steht er dahinter. Ja. Und er ist so loyal gewesen, der hat uns nie fallen lassen. Und der hat uns auch nie versucht, einen Riegel vorzuschieben. Er hat uns auch nie versucht, irgendwie reinzureden. Nichts. Er hat uns auch in den schlimmsten Phasen hat er uns zur Seite gestanden. Deswegen mittlerweile ist es ein sehr, sehr starkes Loyalitätsverhältnis zwischen Matthias Clemens, Sek Plus und dem 100% Real Talk. Das ist kein reines Business-Sponsoring mehr. Das ist jetzt schon wirklich brüderlich, muss man sagen. Das ist schön. Ja. Genau so eine Leute braucht man halt auch, ne? Und gerade egal, was passieren sollte auch, muss ich dazu sagen, ganz wichtig. Sollte Matthias auf die Idee kommen, nächstes Jahr den Real Talk nicht mehr sponsern zu wollen, weil X oder Y oder Z, egal welcher Grund, ich habe nicht 1% irgendwas in meinem Herzen gegen diesen Mann. Nichts. Alles, was er für uns bisher schon gemacht hat, ist viel mehr, als viele andere gemacht hätten. In den schlimmsten Zeiten wirst du sehen, wer deine Freunde sind. Genau so ist es. In den schlimmsten Zeiten. Genau so. Und wenn der sich dann irgendwann dazu entscheidet, weil es bei ihm halt nicht mehr klappt, sage ich zu ihm, Bruder, bonne chance, weißt du, für die Zukunft. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Lass uns in Kontakt bleiben. Egal was ist, ruf an. Ruf an. Und ich glaube, er wäre genauso. Ja. Das ist ja bei mir jetzt der Fall. Also Vertrag mit Sek Plus läuft Ende Dezember aus und die haben sich auch dafür entschieden, nicht mehr weiterzumachen. So. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich werde halt für immer dafür dankbar bleiben, dass die halt in der schweren Phase, die ich hatte, wo ich wirklich fast gar nichts mehr hatte teilweise, keine Klamotten mehr, keine Sponsorings mehr, keine Deals mehr, keine Leute mehr, die mit mir Videos machen wollen. So, meine ganze Karriere ist quasi im Arsch gegangen. Und er ist trotzdem noch stabil an meiner Seite geblieben. Und deswegen würde ich auch niemals schlecht über Sek Plus reden oder so. Mhm. Selbst wenn wir uns jetzt trennen am Ende des Jahres. So. Weil, wie du gesagt hast, sowas steht über allem. Wenn in den schweren Zeiten, wenn da mal einer hinter dir steht, das werde ich auch niemals vergessen. So. Finde ich gut auf jeden Fall. Du wirst auch deinen Weg sowieso gehen. Ja. Jeder von uns, der seinen Weg wirklich an ihn glaubt, wird ihn gehen. Der eine Freund kommt, der andere geht. So wird das sein. Ja. Aber in dem Augenblick, wenn du wirklich deinen Fokus darauf hast und niemals dir einreden lässt von anderen Leuten, dass du irgendwie minderwertig bist und aufhören solltest oder keine Ahnung was, und du kannst was und du bist was, Gott weiß, du wirst irgendwo landen. Da, wo du hingehörst, wirst du landen. Ja. Ich bin überzeugt davon. Ich war schon an so Punkten, sage ich dir ehrlich. Ich war persönlich auch schon richtig down, so, wo ich gesehen habe, dass alles irgendwie den Bach runtergeht und keiner mehr mit mir machen möchte. Und dies. Ich war schon an so Punkten, wo ich mir gedacht habe, wo ich mir selber gedacht habe, so scheiße, Alter, glaubst du überhaupt noch an dich selber? So, weißt du? Aber das Ding ist halt bei mir, ich habe es auch so tief in meinem Herzen drin, dass ich es unbedingt schaffen will, dass ich halt auch, ich kann nicht aufgeben. So. Mhm. Ich kann es einfach nicht so. Sollen die mit Fackeln vor meiner Haustür stehen und sagen, wir brennen dich ab, Bruder, ich mach trotzdem weiter. So, weißt du? Bin ich stark auf jeden Fall. Ja, das ist eine Mentalitätsfrage, die nicht einfach ist zu erreichen. Es ist sehr, sehr schwer nachzugeben und zu brechen, Bruder. Viele Leute da draußen können dir ein Lied davon singen zurzeit. Ja. Die tun mir auch leid, viele Leute tun mir leid, die können einfach nicht anders. Die machen ihren Laden zu, das letzte Mal, wo sie ihr Schlüssel umdrehen, mit Tränen in ihr Gesicht drin. Weißt du, was ich meine? Für diese Leute machen wir auch unseren Mund auf. Ganz einfach. Für die, die keine Plattform haben, die Stimme nicht haben. Für die Leute, die keine Stimme haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt genau das Ding so. Viele Leute resignieren. Und es ist manchmal auch gar nicht anders, geht manchmal auch gar nicht anders. Wir sind keine Supermenschen. Aber solange du wirklich kannst und solange du wirklich glaubst, ist ein Weg für dich da. Der Glaube ist das Wichtigste. Also bei mir persönlich so, weißt du? Ich habe niemals aufgehört daran zu glauben, wer ich bin und was ich kann. So. Und das ist das, was mir am meisten geholfen hat. Und natürlich, ich habe mich auch damals, ich bin halt auch so ein Mensch, ich habe mich damals dazu entschlossen, das durchzuziehen. Und ich habe mir gesagt, bevor ich es nicht schaffe, sterbe ich so, weißt du? Und das ist halt Real Talk. Mhm. Das ist kein irgendwie so dahingeredet oder dahergesagt oder irgendein Motivationsspruch oder so ein Scheiß. Ich habe mir wirklich gesagt, ich werde meine Ziele und meine Träume erreichen, egal, komme was wolle, so, weißt du? Sehr stark, sehr stark. Das ist die beste Basis. Ja, ich glaube, ohne geht gar nichts. Nee, vor allem nicht in schweren Zeiten so. Absolut. Was sagst du zum aktuellen Deutschland, wenn wir schon bei schweren Zeiten sind? Meinst du jetzt Politik und Corona? Allgemein, wie fühlst du dich hier? Was sagst du zu der Situation so?
Ich meine, für mich ist es noch mal ein bisschen krasser, weil ich jetzt 10 Monate Mexiko hinter mir habe und natürlich dieses Deutschland, was jetzt gerade da ist, ist auch nicht das gleiche Deutschland, wie es vor 10 Monaten, wo ich abgehauen bin. So. Mhm. Es wird immer schlimmer, es gibt immer mehr Hass, es gibt immer mehr Leute, die gegeneinander kämpfen. Ich bin hier angekommen, bin mit dem Zug nach Hannover gefahren und habe im Zug direkt eine krasse Auseinandersetzung mitgekriegt, wo einer, weil er die Maske nicht richtig getragen hat und so. Weißt du? Das ist innerhalb im Volk so, dieses, bist du geimpft, bist du nicht geimpft oder warum trägst du die Maske nicht richtig, bla bla bla. Wie siehst du Deutschland gerade so? Ich muss dazu sagen, ich bin in meiner Bubble drin, deswegen kriege ich das nicht so mit. Also in meinem Kreuzberg ist fast alles so, wie es war, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin am Görlitzer Bahnhof. Vor meiner Haustür sind 25 Lieder. Mhm. Weißt du? Und beim Rewe ist richtig Rambazamba. Ja, man setzt sich aus Solidarität halt natürlich eine Maske auf, wenn man in Rewe reingeht. Man möchte keinen Ärger verursachen oder so. Aber ich krieg diesen Krieg der Geimpften gegen die Ungeimpften und die Befürworter gegen die Gegner und so weiter, kriege ich auf Social Media mit, das kriege ich über die Medien mit, aber ich kriege das mit Sicherheit nicht in meinem privaten Umfeld mit. Mit Sicherheit nicht. Und ich kriege das jetzt schon auch mal gut auf der Straße mit. Das ist schon mal gut. So. Bin da total. Weil ich kriege die Diskussion teilweise sogar auch zu Hause mit, weißt du? Diskussionen gibt es, aber nicht so auf dem haarsträubenden Level. Mhm. Das nicht. Ich habe gehört, dass Familien zerbrochen sind. Innerhalb der Familie gibt es so unterschiedliche Meinungen. Ja, ich habe das auch erlebt. Bruder, das ist hart. Die Familie ist nicht gebrochen, aber harte Diskussionen am Esstisch oder so zwischen Mutter und Onkel und so ein Scheiß. Weißt du, wie ich meine? So. Allein das macht einen schon sad, irgendwie zu sehen, so, dass jetzt sogar mittlerweile Familie gegeneinander irgendwie aufgehetzt wird. So, weißt du? Mhm. Weil so, was ist denn jetzt richtig, Digga? So, weißt du? Die sitzen dann da und diskutieren über eine Sache, wo... Das muss doch nicht da ankommen. Weißt du, denke ich mir immer so, wir könnten doch wenigstens wir zusammenhalten. Lass uns doch wenigstens wir zusammenhalten und uns nicht aufstacheln. So. Weißt du? Ja, schwierig auf jeden Fall. Aber na klar, also ich gebe dir absolut recht. Ich finde, dass die Menschen da draußen, dass sie viel zu leicht spaltbar sind. Und sogar innerhalb der eigenen Familienbande, wo das Bündnis eigentlich viel zu stark sein sollte, als dass man es zulässt, dass dieses Thema einen Keil dazwischen treibt. Wenn man darüber nüchtern nachdenkt, und es trifft mit Sicherheit nicht auf alle Leute zu, aber auf einige bin ich mir sicher, hatte man mit Sicherheit effektiv gesehen und faktisch gesehen und rational betrachtet gesehen, viel krassere Krisen schon als Familie, die man meistern musste. Mhm. Wenn man daran nicht zerbrochen ist, wie kann das dann der Grund dafür sein, Bruder? Mhm. Ist es wirklich dieses weltbewegende Thema? In meiner Welt ist es das nicht. Ja, und das ist halt... Das ist es halt, aber für manche Leute ist es halt so, weißt du? Auch aus der Familie vielleicht, die sich vielleicht auch nur von einer Seite informieren und dann halt auch so krass davon überzeugt sind, dass sie dann halt auch was dazu sagen. Und wenn dann einer von der Familie auch anderer Meinung ist, dass es dann halt zu krassen Diskussionen kommt, so, weißt du? Und zu Verurteilungen und zu was weiß ich nicht alles, Digga. Ich meine, ich diskutiere auch gerne über alles Mögliche mit allen Leuten, so, weißt du? Aber ich finde, die Menschlichkeit soll einfach nicht vergessen werden und dass wir irgendwo alle Brüder und Schwestern sind und dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie aufstacheln sollten und so, weil das führt doch auch zu nichts, weißt du, wie ich meine? Wenn wir innerhalb im Volk uns weiter gegenseitig Vorwürfe machen und uns irgendwie unterdrücken oder uns, weiß ich nicht, Digga, mich macht sowas traurig. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, der auch so dieses Familiendenken hat auf die ganze Bevölkerung beziehungsweise auf die ganze Menschheit übertragen, so, weißt du, wirklich, für mich ist wirklich so, wir sind alle Brüder und Schwestern, so. Mhm. Und dann zu sehen, wie man da gegenseitig so abgeht, das ist schon für mich hart zu sehen, Digga. Irgendwo kann ich es auch verstehen und nachvollziehen, weil nicht jeder die gleiche Informationslage hat, nicht jeder das gleiche Gedankengut hat, nicht jeder dieselbe Einstellung hat, dass es da auch mal zu Reibereien kommen kann. So. Aber ich finde halt in der Diskussion wenigstens die Menschlichkeit beibehalten. Das ist für mich so das Wichtigste, Digga. Und das sehe ich halt, manchmal geht das flöten so. Bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Aber dieses Brüder- und Schwester-Ding, ja klar, wir sind eine menschliche Rasse, aber wir sind auf Konflikten aufgebaut und wir sind eine Zivilisation, die sich halt seit Jahrtausenden immer wieder einfach nur die Schädel einschlägt. Mhm. So. Das ist halt in uns drin, weißt du? Wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Ja. Hat Volker Pispers gesagt, wir brauchen anscheinend Feindbilder, wir brauchen Konflikte. Und das kann natürlich ausgenutzt werden von Leuten, die diese Psychologie sehr gut für sich verstanden haben. Mhm. Auch wenn wir jetzt wirklich Brüder und Schwester sind im traditionellen Sinne, die ersten Brüder und Schwester haben sich schon ermordet, laut der Bibel. Kain und Abel. Weißt du, was ich meine so? Mhm. Da hat der eine den anderen schon totgeschlagen. Und das liegt in unserer Natur als Menschen. Weißt du, das war bei Genghis Khan so. Ich glaube da nicht dran. Das war bei den Amis so. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist gekommen. So, ich glaube an das reine Herz. Ich glaube daran, dass wir uns eigentlich alle lieben und dass wir alle Positivität wollen und alle Frieden wollen und alle eigentlich das Gute wollen. Das empfinde ich so nicht, muss ich sagen. Ja, ich habe diesen Unity-Gedanken halt tief in meinem Herzen drin. Das ist auch eine Einstellungssache. Das kommt wahrscheinlich auch von der Erziehung vielleicht oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja.
So. Es gibt viele Arschlöcher da draußen, die haben nichts Gutes im Sinne. Ja, das habe ich für mich selbst einfach festgestellt. Und die Leute, die auf deiner Frequenz sind, sage ich mal, ja, mit denen kannst du halt was machen. Aber es gibt halt Leute, da kann ich mich auch nicht hinbiegen, die jetzt sympathisch zu finden oder zu sagen, ich sehe den als mein Bro. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie so ein Mensch bist, der Kindern was antut oder so zum Beispiel, für mich bist du ein Dämon, du bist nicht mehr ein Mensch. In meinen Augen bist du nicht mehr ein Mensch, ich schwöre dir. Du bist ein Dämon, eine dämonische Seele ist reingekommen in den Körper von jemandem, der ähnlich aussieht wie ich. Aber wir haben nichts miteinander zu tun, ich schwöre dir. Nichts miteinander zu tun. Aber der Mensch, also ich glaube halt, dass jeder mal gut war, weißt du, und dann irgendwie versaut wurde eventuell oder wie du gesagt hast, ein Dämon reingekommen ist. Aber ich glaube halt daran, dass wir alle eigentlich mal gut waren. Ich kann das nachvollziehen, da bin ich auch gar nicht. Ich will es auch leider nicht, also ich will es auch für mich nicht aufgeben, den Gedanken, weil dann würde ich glaube ich auch schon, ja keine Ahnung, weil für mich ist es ein Gedanke, der mich auch irgendwo hält. So, weißt du? Ich würde da auch nicht widersprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, jeder war mal gut. Mhm. Wenn du auf die Welt kommst, an und für sich, passieren natürlich Dinge, ja? Die formen deinen Charakter, die formen deinen Werdegang, das ist schon richtig. Aber ich glaube, wir sind wie so ein Klumpen Lehm, man muss uns formen. Ne? Und dieser Lehmklumpen, der ist am Anfang relativ neutral. Und die Sachen, die dieser Lehmklumpen dann mitbekommt, die ihm angetan werden, die er nicht sieht, neutral, die er macht. Also in meiner Welt ist dieser Lehmklumpen pure Liebe. So, reine, pure Liebe. Für mich ist die Geburt von einem Kind, also das Kind am Anfang ist noch pure Liebe, reine Liebe. So, es entsteht aus Liebe, so. Weißt du, wie ich meine? Es ist pure Liebe, bis es beeinflusst wird von uns. Weißt du, wo ich da zum Beispiel fragen würde, was du dann für eine Antwort auf diese Situation hast? Weil man weiß, dass ein Kind ja schon im Mutterbauch anfängt, seinen Charakter zu entwickeln. Ne? Mhm. Wir kommen ja mit einem Charakter auf die Welt. Mhm. Das bedeutet, man weiß mittlerweile, wenn eine Schwangerschaft zum Beispiel scheiße verläuft, dass die Frau geprügelt wird, dass sie unter Drogeneinfluss ist. Dass es auf das Kind übertragen wird. Das Kind kommt raus und hat schon Defizite. So, dementsprechend muss es da doch schon so eine Abstufung geben. Ne? Es kann vielleicht dann nicht ganz sein, sage ich mal, dass man komplett mit Liebe auf diese Welt kommt, wenn man alleine 9 Monate lang Hass im Mutterbauch abbekommen hat. Mhm. Weil die Nahrung, die die Mutter zu sich nimmt, ob das jetzt Essen, Trinken ist oder die geistige Nahrung, die die Mutter zu sich nimmt, überträgt sich auf den Organismus am Wachsen schon. Mhm. Und ich glaube, da liegt schon unser Problem als Zivilisation, als Menschen auf dieser Welt. Wir vergiften den Keim. Was soll aus dem Baum werden? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel noch an Sachen, die wir lernen müssen, damit wir an diesen Punkt kommen. Aber ja, es ist krass. So habe ich das noch gar nicht so richtig durchdacht, auch, aber es macht natürlich Sinn. Ein Kind kriegt im Bauch natürlich auch schon sehr viel mit und sehr viel vielleicht auch Hass. Leider, wenn irgendwie was in der Familie schiefläuft oder wenn die Mutter vielleicht auch Drogen nimmt oder sowas während der Schwangerschaft, was das dann für einen Einfluss auf das Kind hat. So, ja, stimmt schon. Naja, das ist so ein deepes Thema geworden, ne? Ja, aber ich finde es philosophieren. Ist gut, dass wir über so eine Sachen reden. Wer redet über so eine Sachen, weißt du? Muss auch mal sein. Yes. Ein paar aktuelle Themen noch habe ich hier aufgeschrieben. Schieß los, Bruder. Ja, so ein paar Sachen in den Raum einfach reingeworfen. Cannabis-Legalisierung. Was sagst du dazu, Belasch? Ja, ist jetzt so durch. Ist durch schon? Ist durch, soweit. Muss nicht noch Bundesrat irgendwie? Ich habe gehört, das ist jetzt unter Dach und Fach. Na klar, es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Es wird Jahre dauern wahrscheinlich, bis wir irgendwelche amerikanischen Zustände hier haben. Aber ich meine, dass man da den Grundstein gelegt hat auf jeden Fall und die Dämonisierung von diesem Zeug aufgehoben hat, empfinde ich persönlich als einen großen Fortschritt. Vor allem auch in Bezug darauf, dass es wirtschaftlich jetzt gerade in Deutschland auch nicht so die Blütephase dieser Nation ist. Mhm. Das könnte das wirklich aus dem Anker heben. In Amerika war es ein unfassbarer Wirtschaftsboom. Und sollte das auf die deutsche Straße kommen, bin ich in Berlin-Kreuzberg wahrscheinlich mittendrin statt nur dabei. So. Mhm. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf diese Zeiten, sollte das so passieren. Siehst du irgendwelche Haken an der Geschichte, so, wenn Gras legal ist in Deutschland? Oder sagst du, jeder ist für sich selbst verantwortlich und muss da seine eigene Verantwortung Ich finde das viel besser, Bruder, ganz ehrlich. Es ist so längst überfällig. Ja, ja. Es ist so ein neandertalerhaftes Denken gewesen, was wahrscheinlich schon wieder mit irgendwelchen Kapitalströmungen zu tun hat und mit Politikern, die da irgendwie keinen Bock drauf haben und so. Ja. Aber wenn man mal überlegt, weißt du, zu den Zeiten, wo wir auf der Straße gehasselt haben, gab es mehrere Todesfälle zum Beispiel in Bezug auf Streckung, weißt du so? Glasfasern waren drin, Zucker, Bleispray und so eine Scheiße. Blei war dabei, Haarspray war dabei, Vogelsand war so das kleinste Problem. Aber es wurde eine Menge Scheiße gebaut und jugendliche Kinder, 18, 19, so, haben ihr Leben verloren ohne Grund. Alleine in meiner Gegend waren es 8 Stück. Das war jetzt nicht wenig. Mhm. Und wenn man da wenigstens so eine Regulierung hat von einer Sache, die offensichtlich vom Volk konsumiert wird und verlangt wird, da ist einfach ein Bedarf da.
Ja? Und solange wir uns irgendwie pseudomoralisch dorthin stellen und sagen, das könnte als Einstiegsdroge zu schlimmerem Übel führen und gleichzeitig harten Alkohol in jedem Laden verkaufen, ist der Spaß vorbei. Das macht logisch keinen Sinn mehr. Nee, macht's auch nicht. Deswegen bringt eine Regulierung doch rein, damit wenigstens kein Dreck auf der Straße landet. Weißt du, der eine Bro fährt durch die Gegend, wird von der Polizei kontrolliert, hat Haze geraucht, ist Heroin positiv. Was ist los, Bruder? Was ist los, Bruder? Ich kenne ihn, er ist seit meiner Kindheit, der hat mit Sicherheit noch nie was mit Heroin zu tun gehabt. Also so, die haben gar keine Skrupel. Ja, verstehst du, ja, was ich meine? Ja, ja. Reguliert den Scheiß, die Leute, ja, brauchen. Ja, finde ich auch gut. Vor allem so, es gibt auch viele Leute, die sich abends ab und zu mal einen Joint reinhauen, die ja gar nichts irgendwie mit Straße oder mit irgendwas zu tun haben, aber die müssen sich irgendwie trotzdem dann mit Dealern auseinandersetzen und da irgendwie involviert sein und sowas. Ja, weißt du? Für so Leute ist viel entspannter geworden dann auch. Ja, Mann. Und das gibt's halt so, ne? Das kann man nicht verleugnen, dass es auch Leute gibt, die, weiß ich nicht, 50, 60 sind, einen normalen, ganz normalen Job haben und sich gerne abends mal einen Joint reinziehen. Absolut, Bruder. Ich meine, guck dir mal an, auch Schmerzmittel zum Beispiel. Also apothekenpflichtige Geschichten, Pharmaindustrie. Es gab mal wirklich eine Zeit, da habe ich mal eine Zahl gehört von 70-80%, wo Schmerzmittel und so weiter, normale Apothekenscheiße, auf Cannabis basiert haben. Mhm. Und das wurde durch Opiate abgelöst. Alter, also was ist jetzt was, mehr hat, man, was so? Hat man gemacht? Weil Opiate, die, woher kommen die? Die kommen aus dem Opium. Woher kommt Opium? Aus Afghanistan. Zu 99% mittlerweile. Früher kam es aus Thailand und Laos. Seit dem 11. September, nachdem illegalerweise Afghanistan angegriffen und besetzt wurde, hat man dort die Opiumplantagen für sich selbst in Anspruch genommen und hat das durch die ganze Welt geboxt, Bruder. Also die Geschichte hinter Opiaten in Arzneimitteln ist mit Blut getränkt. Nimm lieber Weed rein. Ist besser für uns alle. Hast du schon mal Psychedelics-Erfahrungen gemacht? Nein, nichts. Nichts. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Droge genommen, außer Weed. Ah, echt, ja? Noch nichts, nichts. Gar nichts, nothing. Null, gar nichts. Crazy. Kein Gramm, nichts. Wie kam's, also warum? Die Leute sagen voll oft, er ist auf Tasche und so. Ich lese das, meine Nase ist einfach doppelt schief. Ich habe einfach doppelt schiefe Nasenscheidewand, Bruder. Nein, Digga, du kommst doch nicht rüber wie einer, der jetzt irgendwie auf Tasche ist oder so. Aber wie kommst du dazu, dass du nie irgendwas mal ausprobiert hast? Weil wahrscheinlich in deiner Umgebung schon viele Sachen auch am Start waren, ne? Leider, ja. Also ich bin im Iran geboren, halt mitten in der Kriegszeit. Da war halt das Drogenproblem sehr stark, sehr stark. Also die Leute waren super verzweifelt. Inmitten einer Revolution, inmitten eines Krieges. Die Leute waren super verzweifelt, Bruder. Also der Iran hat eine ganz, ganz lange Drogenhistorie, vor allem mit Opium und Heroin. Und ich habe da als kleines Kind schon Sachen gesehen, die sollte ein kleines Kind nicht sehen. Und deswegen bin ich dann hier in Deutschland gelandet, in ähnliche Verhältnisse, Cottbusser Tor, Heroin-Hochburg und Familie, Freunde, Umkreis, bla, blub. Und eigentlich, das ist, glaube ich, wie bei Kinderschänderei, Bruder. Man sagt, wer als Kind geschändet wurde, schändet dann weiter ein Kind, so, weißt du? Dieser Teufelskreis, der wird weitergegeben. Und dann gibt es aber einige, die brechen aus. Die sagen, ey, ich, nein, mit mir nicht. So. Und ich war halt einer von denen. Und in meinem Bezirk kenne ich halt so nur 3-4 andere Jungs aus meiner Altersgeneration, mit denen ich aufgewachsen bin, die dasselbe von sich behaupten können. Es ist ein sehr, sehr seltenes Phänomen, da wo ich aufgewachsen bin, dass du wirklich 0% mit Drogen irgendwas jemals an dich rangelassen hast. Und ich hatte oft die Möglichkeit, Alter, Gott weiß. Weißt du? Glaube ich dir. Ja. Ich wurde so auch Dorf überredet, Bruder. Selbst ich, ich bin früher, ich habe damals mit 13, 14 im Dorf gewohnt und bin da, weißt du? Selbst da, Digga, wurde ich mit der ganzen Scheiße konfrontiert und habe da Sachen ausprobiert und gemacht und getan. So. Es gab eine Situation mal, da war ich kurz davor, meine Nase zu ziehen. Eine Situation. Da war ich vor der Diskothek, war ich noch relativ jung. Waren wir irgendwo in so einem Hinterhof und mit Kumpel gesoffen und keine Ahnung, und der hat halt gezogen so. Und er hat ein wirklich sehr reines Herz. Ich weiß bis heute nicht, warum er das gemacht hat. Er hat wirklich original 45 Minuten lang meinen Kopf gefickt und mich die ganze Zeit versucht zu überreden. Alleine, dass er seine Fresse hält, hätte ich fast schon eine genommen. Der wollte nicht alleine, der wollte mit dir den Fall. Irgendwann habe ich gesagt, Bruder, tu mir jetzt einen Gefallen, bevor es jetzt hässlich wird zwischen uns beiden, und lass den Scheiß. So. Aber das war so der Punkt, so... So, weißt du, was ich meine? So? Soll ich nicht sagen? Ja, das ist das einzige Mal in meinem Leben, an das ich mich erinnere, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Okay, krass. So, weil ich glaube, PA hat bei dir auch mal so Psychedelics-Erfahrungen bei euch im Podcast auch mal ein bisschen so erzählt und so. Und wurde gestrikt dafür, pass gut auf. Krass, ne? Ja. Heftig, Digga. Da wollte ich dich mal fragen, ob du auch selber schon mal mit den Gedanken gespielt hast. Weil es gibt ja auch viele Sachen, die auch für den Mind irgendwie so, weißt du, wo viele sagen, okay, irgendwie, keine Ahnung, das öffnet den Mind, Ego-Toten, Ego-Töten, dies, das, bla, bla, bla. Hab ich gedacht, vielleicht hast du dich da mal mit beschäftigt. Oder? Nee, also ich sag mal so, es gibt da also irgendwelche Frösche und Ayahuasca und so weiter. Ja, so, das ist halt Schamanen. Da, wo ich gerade herkomme, so, das ist da Hochburg, so, weißt du, deswegen spreche ich so an. Ja. Ich finde das sehr interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich dazu, dass ich mich trauen würde, das zu tun. Ja, ich bin da same. So, ich war da in der Hochburg quasi in fucking Mexiko, auch in Dschungel-Retweets, wo die ganze Scheiße dann auch stattgefunden hat und so. Mhm. Aber ich
ich habe da auch viel zu viel Respekt vor gehabt irgendwie. Ich habe Angst. Ich habe tatsächlich Angst. Ich auch, Digga. Weil ich bin eh schon so, weißt du, ich denke viel, ich mache mir viel in den Kopf, ich grübel viel und so. Und ich glaube, in den falschen Situationen kann das dich auch richtig ficken. So. Mhm. Ne? Also ich habe auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr respektvollen, angsterfüllten Abstand zu harten Drogen. Mhm. Das habe ich definitiv. Ja. Dann habe ich noch ein aktuelles Thema, Digga, weil ich mir das gestern selber reingezogen habe. Hast du die Bushido-Doku reingezogen? Nein, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Hast du nicht? Nein, aber ich habe jetzt gerade mit Boogie, der hat mich total aufgelöst, angerufen. Ich werde Bushido verklagen. Der ist auch drin, ne? Krass, Digga. War das nicht irgendwie, dass der mal erzählt hatte, dass die bei ihm filmen wollten und dann aber irgendwas war und so? Ich auf jeden Fall, Bruder. Haben die das dann einfach mit reingenommen oder was? Oder der Bruder ist mies angepisst, Alter. Also Bushido sollte auftauchen, wie er es mir erzählt hat, ohne Gewehr. Und hat dann doch ein Kamerateam geschickt und war selbst nicht mit dabei. Und als Boogie den Eindruck bekommen hat, dass er eigentlich nur dort sitzt, um Bushido gut zu reden, also eine quasi Marketingaktion auf seinem Nacken, da hat er ganz höflich und freundlich die Leute nach außen verwiesen und hat gesagt, nee, nicht mit mir. Und hat dann auch gesagt, Material darf nicht benutzt werden. Mhm. Das habe ich damals mitbekommen, als es passiert ist. Ja, das hat er auch 2-3 Mal erzählt in dem Podcast. Ja, der hat das erzählt. Der hat es mir damals direkt erzählt. So. Und jetzt kommt auf einmal Doku raus und MC Boogie sitzt und redet, Bruder. Ich war voll überrascht. Ich war auch überrascht. So. Ich habe die Doku nicht gesehen, aber das hat für mich so würzig gemacht. Ich gehe nach Hause und gucke mir das an. Guck's dir an, Digga. Ja. Ich bin noch nicht ganz durch so. Was sagst du? Ja. Ah, Bro. Erstmal vorweg gefragt, bist du Bushido-Fan gewesen? Früher? Ja. Ich war ein Spätzünder, aber zu einer Zeit lang auf jeden Fall. Also okay. Ich habe diese ganzen Anfangszeiten, Agro Berlin und so, habe ich damals Bushido nicht gefeiert. Ich weiß noch, bei uns auf dem Pausenhof war so die Spaltung, Bushido oder Azad so. Ich weiß noch gar nicht, ja, das war voll krass, Digga. Krass, okay. Wir hatten ein paar Leute, die waren so voll die Bushido-Fans und dann hatten wir ein paar Leute, die waren so voll die krassen Azad-Fans und dann haben wir, Bushido ist eine Pussy und der wird in Berlin von den Arabern und dies, das, blablabla. Ja. Da war da so, bei uns drüben in Mannheim war so, Azad ist unser King so, weißt du? Ist ja auch eure Region, ja, genau. Selber, muss man sagen. Ja, genau. Mhm. Und, aber dann ist immer mehr gekommen. Ich war zu einer Zeit lang auch auf jeden Fall extrem Bushido-Fan. So. Okay, definitiv. Krass. Ja, ja. Ja gut, weil wenn man da so ein Fan mal war, dann hat man vielleicht auch einen anderen Enttäuschungsfaktor von der Person. Halt, ne? Ja, generell so. Ich meine, mein erster Enttäuschungsfaktor von der Person kam, wo ich damals von ihm verklagt wurde, weil ich bei Basher sein Album runtergeladen habe. Kein Spaß. Ja, Digga. Scheiße. Wo ich so 13, 14 war, so kommt so ein fetter Brief nach Hause. Nein. Mit einer Klage, so ein paar tausend Euro, weil ich das Bushido-Album runtergeladen habe bei Basher. So. Die haben ja damals so Massenklagen rausgehauen. Weißt du, mich hat es dann damals erwischt. So. Crazy. Da war schon so, Alter, der Wichser und so. Da war schon so, da habe ich mich schon so ein bisschen distanziert wieder von dem. Aha. Und als diese ganze aktuelle Shit rauskommt, ist so, Bro, keine Ahnung. Bruder, ich bin in dem Maße irgendwie, also was heißt enttäuscht, Digga? Ich finde halt, in der Doku kommt es so ein bisschen so rüber, so, weiß ich nicht, Alter. Arafat der Teufel und Bushido der Gutmann, so. Ich sag halt immer so, es ist eine Autobahn, weißt du, wie ich meine? Und auf dieser Autobahn, du bist erstmal selber auf die Autobahn raufgefahren und bist dann auch nicht mehr runtergefahren von der Autobahn und hast dann so lange gewartet, bis irgendwie so eine Mauer kommt, wo du entgegenfährst, so, weißt du? Irgendwo bist du zu einem gewissen Maße auch selbst dafür verantwortlich, so, weißt du? Deswegen fällt es mir irgendwie schwer, da Mitleid aufzubauen, aber die haben das natürlich in der Doku schon so, also so, das so gemacht, dass man da so ein Mitleidsgefühl irgendwie aufbauen soll, so habe ich das Gefühl, weißt du? Dass man sehen so, oh ja. Gott, Digga, was hat er mit dem gemacht und bla bla bla. Aber ein paar Sachen, ich meine, ich habe mir auch sehr viel Talks von Flair reingezogen, von anderen Leuten und so. Ein paar Sachen wusste man auch schon im Vorhinein und bei ein paar Sachen habe ich auch das Gefühl, dass da nicht 100% vielleicht die Wahrheit erzählt wird. So. Aber am Ende des Tages, ich stecke da nicht drin. So, keine Ahnung, I don't care, auch so richtig so, weißt du? Warum soll ich mich jetzt aufregen, Digga, so? Weißt du, wie ich meine? Ich fand es nur teilweise verwunderlich, dass es halt immer noch funktioniert, dass du halt im Gangster-Rap-Game stattfindest und den krassen Motherfucker spielst, Leute mit Hurensohn und dies, das beleidigst und dann nebenbei aber mit Polizei irgendwie Schutz zu Hause rumhängst und so. Das fand ich so ein bisschen paradox, dass das überhaupt funktionieren kann. Mhm. Aber das hat mir auch wieder gezeigt, wie, sorry, Digga, nichts gegen die Leute, aber wie lost auch teilweise die Community ist so. Weißt du, wie ich meine? Die juckt das gar nicht mehr. So, was ist da echt dran oder nicht echt dran? Scheißegal, Hauptsache Entertainment so. Weißt du? Das ist das Einzige, was absolut. Ich fühle. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das ist auch mein Problem so ein bisschen mit der Szene auch. Weil Bushido ist mit Abstand nicht der Einzige, der so drauf ist. Nee, wa? Nee. Ja. Ja, was denkst du, woran liegt das? Liegt das an dem Land oder woran liegt das? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kenne ganz viele so eine Geschichten aus den USA auch. Mhm. Aber hier bei uns ist es halt, ja, irgendwann wird es einfach super lächerlich. Da
zweifelt man auch an der Intelligenz der Menschen, muss ich dazu sagen. Ja, ist so. Weißt du, weil du musst schon so ein bisschen was an Menschenkenntnis, wäre gut, wenn du darüber verfügen würdest, damit du nicht auch selber die ganze Zeit nur der Gearschte bist auf dieser Welt. Mhm. Und wer so eindeutige Zusammenhänge nicht unter einen Hut bekommt bei einigen Personen da draußen, kann man nicht mehr helfen, Bruder. Ja, ich find's voll schade, dass es eigentlich nur darauf ankommt, wer sich am besten. Und ich rede nicht über Bushido gerade. Ja, das ist das Lustige daran. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das, was mich immer enttäuscht ein bisschen, ist so, dass es gar nicht mehr zählt, ob du wirklich echt und real bist, sondern ob du dich echt und real verkaufst. So. So. Es kommt nicht mehr darauf an, ob du wirklich echt bist. So. Mit allen Stärken und Schwächen, die du zeigst in der Öffentlichkeit, und dass du einfach der echte Typ bist, so, das wird irgendwie gar nicht richtig wertgeschätzt. Nicht von vielen Leuten, so, weißt du, von ein paar schon, mhm, und auch wichtigen Leuten, aber es ist wichtiger, wie du dich verkaufst heutzutage. Ja, was ich mir gedacht habe bei den Fans, wie ich es mir erklärt habe, auch zu Hause hingesetzt und dachte mir, Alter, wie doof seid ihr so. Aber mit dem ausgestreckten Zeigefinger macht das immer keinen Sinn so, weißt du so? Mhm. Im Endeffekt, jeder soll feiern, wen er feiern will. Weißt du, was ich meine? Ganz ehrlich, auch wenn du zum Beispiel einen offensichtlichen Faker zum Beispiel feiern würdest. Ich würde zum Beispiel niemals sagen, dass du als Fan dann dadurch jetzt für mich jetzt irgendwie minderwertig bist als Person oder als Mensch oder keine Ahnung was. Würde ich nicht sagen. Die einzigen, die mir wirklich auf den Sack gehen, sind diejenigen, die dann in der Öffentlichkeit dann anfangen, diese Personen nicht nur zu verteidigen, sondern auch noch den Krieg mitzuführen. Mm. Das geht mir nicht in meinen Schädel. Diese Form von Fanatismus ist einfach geistig behindert, in meinen Augen. Also das kann ich nicht verstehen. Das werde ich niemals verstehen, werde ich auch niemals respektieren. Aber es gibt halt Leute, die sagen zum Beispiel, ich pumpe Flair, ich pumpe Bushido und so weiter, das geile Mucke und so. Und wer die eigentlich in Wirklichkeit sind, ist mir eigentlich scheißegal. Mm. Ich mag einfach den Vibe, ist einfach geile Mucke. Ich sage, ja, go for it, Bruder. Kauf dir die nächste CD, pump es. Ist doch dein Ding, ist dein Vibe, alles klar. Aber wenn du derjenige wirst, der diesen Krieg auf einmal mitmacht und Kommentare verfasst und Leute auf den Sack gehst und so, weißt du, was ich meine so? Dann denke ich mir auch, Alter, wofür kämpfst du hier gerade, Bruder? Also, hoffentlich hat er deine Mutter gefickt, ganz ehrlich. So, weil dann hast du wenigstens Familie, Verwandtschaft mit ihm. Weißt du, der zahlt deine Miete nicht, Alter, der würde nicht mal auf deinen Kopf raufspucken, wenn du brennen würdest. Das ist doch ganz eindeutig. Yeah, das heißt, Krieg für diese Person zu führen, ist schon next level dumm. So. Safe. Aber alles andere ist total egal. Total egal. Ja, Entertainment. Viele wollen ja, Entertainment, nur entertained oder werden. So. Aber habt einen offenen Geist, weißt du? Mhm. Weil der Grund, warum die das nicht machen, das kann ich dir auch ganz genau sagen. Das sind einfach wie kleine Kinder aus den 80er Jahren damals, wo du dann gekommen bist und gesagt hast, ey, sorry, Wrestling, Ultimate Warrior und Hulk Hogan ist nicht echt. So. Ich habe mich mit meinem Vater damals gestritten. Verstehst du? Weil ich wollte es nicht wahrhaben. Ja, genau, du hältst halt daran fest, so, ich ne? Ich wollte es nicht wahrhaben, ja, ja, dass die keine echten Motherfucker sind, weil die waren für mich wie Übermenschen. Wie Übermenschen. Und in dem Augenblick dann, wenn ich mir selber eingestehen würde, dass es alles eine Fassade ist, dass es alles nur Schauspiel ist, alles, ja? Dann würde ich mir eingestehen müssen, dass ich mich ja selber auch belüge. Mhm. So. Und wie weit belügt sich ein Mensch? Bis zu welchem Punkt? Manche belügen sich lieber bis zum bitteren Ende, anstatt sich einzugestehen, dass man Mindstate-mäßig einfach rückschrittlich war. Mhm. Und dann kannst du aber nicht wachsen. Das ist das Problem. Das musst du dir eingestehen können. Weißt du, was ich meine? Ich konnte es damals einfach nicht ertragen, dass Diego Maradona ein Kokser ist. Ich habe wirklich eine Stunde lang mit meinen Eltern darüber diskutiert und habe ihn verteidigt bis zum bitteren Ende. So, die haben mich so quatschen lassen. So, die wussten, der ist 10 Jahre alt. Lass ihn labern. 10, 11 Jahre alt. So. Weißt du, was ich meine? So, so ein auf den. Aber es war so eindeutig. Ja. So eindeutig. Ja. So, wir wollen es nicht wahrhaben. Viele wollen es auch nicht wahrhaben und so. Also, und ich kann es auch verstehen irgendwie. So. Ja, ja, ist schon crazy, Dicker. Ist schon crazy. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein paar Fanfragen hier durch, wa? Perfekt. Ey, ich stelle einfach alles rein und du entscheidest einfach, ne? Ja, damit. Ja, Digga, was ist das für eine Frage? Egal, CDU oder SPD? AfD, Bruder. NPD, AfD. Hör auf, Bruder. Mach das nicht, Digga. Wir haben eben über dein Marketing geredet, Bro. Bestimmt. Nehmen die das auch noch jetzt ernst, Bruder? Ja, deswegen. War Spaß. War Spaß. Disclaimer, funny. So, ja, fertig. Weißt du? Jokey joke. Gab es in letzter Zeit schon Angebote von irgendwelchen Labels, so Major oder irgendwelchen anderen Labels, noch Universal, nie, Sony etc.? Das war noch nie und wird auch nicht. Kommt nicht? Nein, Bruder. Nein. Alles selber machen. Würdest du Bushido einladen? Ich glaube, die Frage, ja, die könnte eigentlich für uns beide sein. Würdest du Bushido einladen? Ich habe Bushido schon eingeladen. Echt, ja? So, am Anfang habe ich mal gesagt, so, also mal im Podcast mal erwähnt, aber ich habe ihm jetzt keine private Nachricht geschrieben. Hey, Ennis, Bro, kommst du mal rum? Das ist sehr unwahrscheinlich, weißt du so? Ich muss tatsächlich sagen, ich würde den auch einladen. Ja. So. Ich denke, Boogie ist eher das Problem bei uns, warum er nicht kommen würde. Mittlerweile noch mehr.
wegen der Doku jetzt auch nochmal sehr, sehr aufgeheizt, der Bruder gerade. Meinst du, der würde sich überhaupt mit jemandem zusammensetzen, wo er weiß, okay, der ist nicht richtig auf meiner Seite, sondern ist vielleicht eher so auch ein bisschen anti gegen mich so? Das kann ich nicht beurteilen. Wäre wahrscheinlich voll interessant. Weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, ich bin nicht interessiert daran, Leute einzuladen, um sie in eine Verhörsituation zu packen. Ja. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Weil die Leute sagen zum Beispiel, ja, warum Flair, dies, das und so. Wenn du sagst, dass er fake ist und so, warum hast du ihn dreimal eingeladen? Mhm. Ich sage, ich habe ihn einmal eingeladen. Zweimal wurde er eingeladen, weiß ich gar nicht mehr warum. Beim dritten Mal wurde er nur eingeladen, weil er gemeckert hat, dass die Mainstream-Medien ihn boykottieren wegen der Schlägerei am Kudamm mit diesem Kameramann. Mhm. Und da hat er einen Post verfasst auf Instagram, habe ich da drunter geschrieben, Bro, so nach dem Motto, wenn andere dich nicht einladen, bei uns bist du herzlich willkommen. Aber ich lade doch nicht jemanden ein, weil sie sagen, du hast deine eigenen Ideale verraten. Wenn du schon wusstest, dass du mit ihm eigentlich so persönlich und was sein Ding angeht, dass er fake ist, was du da sagst und so weiter, wenn du das alles wusstest, warum setzt du dich dann an einen Tisch und machst gute Miene? Mhm. Weil es kein böses Spiel gab, deswegen. Ich setze nicht jemanden dorthin, um ihn zu exposen, um ihm sein Brot wegzunehmen. Das mache ich nicht. Sonst hätte ich vielleicht auch mit 80% aller anderen Leute vielleicht auch ein Problem, die bei uns gesessen haben. Weißt du doch nicht. Es ist ja in dem Moment auch nicht, es ist ja in dem Moment auch die Plattform 100% Real Talk und nicht Belasch privat. So. Na, es ist vor allem nicht, weißt du, wie ich meine? Es ist vor allem nicht eine Lampe in einem dunklen Raum wir verhören jetzt, um einen Kriminalfall zu lösen. Ich habe doch kein Interesse daran, einen Menschen, den ich zu mir einlade, dass ich ihn schlecht fühlen lasse an meinem Tisch oder ihm vielleicht sogar Böses antue durch die Art und Weise, wie ich mit ihm kommuniziere. Vielleicht verliert er Fans, vielleicht verliert er Geld, vielleicht verliert er dies, vielleicht verliert er einfach nur Laune, vielleicht kriegt er schlechte Laune, vielleicht wird er sauer. Ist doch nicht meine Intention. Mhm. Ich behandle meine Gäste, wenn sie zu mir nach Hause kommen, gastfreundlich, das Gleiche mache ich auch an dem Tisch. Aber wenn der andere das irgendwie nicht auf die Reihe bekommt in seinem Schädel, so, dann haben wir ein Problem miteinander. Das ist der einzige Grund. Ja. Aber ich würde Bushido einladen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das Gespräch führt. Ja, das ist auch schwer. Weißt du, was ich meine? So, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, so, was ich dann da sagen würde und nicht, weil ich habe auch dieselbe Intention. Wenn ich Leute hier hinsetze, dann möchte ich über die Dinge reden, die mich an der Person interessieren, wo ich sage, so geil, da würde ich gerne noch mal so rausarbeiten, Digga, so, aber ich setze mich auch nicht hin, um irgendwie zu kramen bei dir in der Vergangenheit, um zu gucken, was hast du alles scheiße gemacht oder so. Du willst ihn doch nicht exposen. Nee. Wer exposed seinen eigenen Gast, Bruder? Ja, was ist das für eine Charakterfrage? Gibt schon Formate, die so darauf ausgelegt Martin, sind. So Markus Steiger zum Beispiel hat es mit mir gemacht. Ist nicht gut für ihn gelaufen. Guck dir die Kommentare darunter an. Das kommt zu dir zurück. Weil das ist ein Bitch-Move. Ist ein Bitch-Move, Bruder. Wenn das wirklich dieses Format ist. Aber es ist ein geiler Talk entstanden, so. Das ist ein geiler Talk. Das hat dich auch ein bisschen so aus der Reserve gelockt und vielleicht hast du da dann die Sachen intensiv. Ich habe mit dem Talk auch gar kein Problem. Mhm. Aber er hat im Nachhinein ein Intro vor des geschnitten, wo er sich gerechtfertigt hat. Ja, das ist peinlich. Das damit hat er sich selber gefickt halt, ne? Damit hat er sich selber gefickt. Sogar bei seinen eigenen Leuten hat er sich selber gefickt. Sowas macht man einfach nicht. Ja, ja. So. Ja. Deswegen. Also nochmal, Bushido, lieber Freund, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber du bist offiziell eingeladen zum 100% Real Talk. Und ins Café auch, Digi. Ja. Wir geben auch Boogie an dem Tag Urlaub. Jetzt hat er keinen Grund mehr, nein zu sein. So. Ja, natürlich Thema, was machen, wenn die Impfpflicht kommt? Oder was sagt er zur Impfpflicht? So, ne? Ist natürlich hier auch präsent. Ja, würde ich auf jeden Fall skippen, die Frage. Ja. Ich denke, es ist klar, wofür ich in der Öffentlichkeit stehe. Ja. Bekommst du Drohungen oder Ähnliches wegen deinem YouTube-Format? Drohungen? Schon mal Drohungen bekommen? Ich habe ein paar Drohungen mal bekommen, ja. Echt? Ja, habe ich, ja. Inwiefern? Wegen Gästen oder was? Nein, nein, wegen meiner politischen Position. Ah, okay. Ja. Krass. Aber ich bin halt so ein Mensch, so, kannst ja mal Chanel fragen, so, wenn mich jemand droht, bedroht oder irgendwas, Bruder, ich rufe dich sofort an in dem Augenblick und sag, komm mal her. Wieso Chanel? Ne, Chanel hatte ja auch mal so ein kleines Techtelmechtel mit mir, so, der im Internet, ist es ja auch mal, hat er mal selber auch erzählt, aha, dass er verwundert war, dass ich im Gegensatz zu anderen Rappern mutig war und mich sofort bei ihm, ich habe ihn gestalkt, Alter. Ich schwöre dir, auf Instagram, Alter, geh ran, geh ran, geh ran. Wenn mich jemand irgendwie aus der Reserve locken will und sagen will, ich fick dich, ich mach dies, das und hier und da, ich rufe ihn sofort in diesem Augenblick an. Ist mir scheißegal, wer der ist. Und dann will ich sehen, ob das auch wirklich Realität wird. Mit Chanel, Gott sei Dank, hatte ich einen super Talk danach. Mhm. Super Talk. Wir haben lange miteinander geredet. Viele Sachen über mich wusste er nicht. Der ist in den Staaten drüben, weißt du so. Danach haben wir uns vertragen. Ich schreibe ab und zu mal was mit ihm. Ich bin nicht zufrieden mit seiner Art und Weise, vor allem in Bezug auf dieses Kanackenwort und Kakerlaken und so weiter. Das habe ich alles auch mit ihm auch privat besprochen. Aber an und für sich habe ich gar kein Problem mit Chanel. Und er hat jetzt nach unserem Gespräch auch noch weniger als vorher auch ein Problem mit mir. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Viele Leute schreiben mir rein, dass ich den mal interviewen soll, Digga. So. Ja, ist ein interessanter Charakter und der hat halt seine Position in diesem Ding verdient. Aber ich kann nicht
hinter den Sachen stehen, die er so von sich gibt in Bezug auf gewisse Themen. So. Bin da nicht muss, so ein Thema. Muss auch nicht, weißt du so? Ich habe mir das gar nicht, also ich, Chanel, ich kenne Chanel gar nicht so gut. So. Ich habe hab nur einmal mitbekommen, irgendwie auch wegen irgendwelchen Thematiken in Berlin und so, hat irgendeine Plattform über ihn mal berichtet und so, aber so richtig seine Story kenne ich gar nicht richtig. Bro, ich sag dir so, Chanel ist OG, was Rap-Business angeht. Der war einer der ersten, Ende der 90er Jahre, der Street-Rap gemacht hat. For the Mass, The Force und Chanel selber als eigener Künstler sind maßgeblich beteiligt daran, dass Street-Rap hier in Deutschland quasi ein, das war die erste Generation. Da muss man einfach mal Hack geben. Weißt du, was ich meine? Die Videos gibt es ja da draußen noch mit Melly und so. Krass. So, weißt du so? Er, Timo, Melly, Video, dies, das, Gangster-Rap, Straßen-Rap, bisschen nicht so auf dem Niveau von Agro später, aber trotzdem. Ja? Schon so die Anfänge so. Definitiv. Deswegen, den Respekt kriegt er von mir. Man muss sich nicht einig sein in vielerlei Hinsicht, sind wir das auch nicht. Aber in andererlei Hinsicht sind wir es uns, wir verstehen uns ganz gut, es gibt da kein Beef. Ich habe das jetzt nur als Beispiel so genannt, aber es gab auch andere Leute, die gesagt haben, zum Beispiel, komm mal da und dahin, ich mache mal ein bisschen Training mit dir oder so. Wir machen Sparring oder so ein Zeug. Ich habe gesagt, ich komme jetzt, sag mir einfach, Alter, wo du bist, ich komme. Aber glaub nicht, dass ich zum Sparring komme. Weißt du? Weil Sparring mache ich mit meinen Kumpels in meinem Verein. Wenn du mit mir Sparring machen willst, zahl 60 Euro, komm zweimal die Woche zu mir. Können wir regeln. Aber komm nicht so auf diese Scheißart so. Jeder Einzelne, der mich gefrontet hat und dachte, er kann mich herausfordern, jeder Einzelne hat sich bei mir entschuldigt. Aber ansonsten war das halt viel Internet, viel Missverständnisse. Leute wollten Sachen reininterpretieren, die überhaupt nicht da waren, wie dass ich rassistisch bin oder Schwarze hasse und so ein Zeug. Bro, warum sitze ich überhaupt mit dir dann, weißt du so? Es sei einfach absoluter an den Haaren herbeigezogener Bullshit gewesen. Und es hatte mich persönlich gestört zu dem Zeitpunkt. Deswegen bin ich auch aus der Haut gefahren und habe untypische Sachen für mich selbst gemacht. Und zwar mich auf sowas dann auch einzulassen. Dann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil man könnte natürlich auch sagen, ey, B, steh doch da drüber. Weißt du so? Aber ich bin auch ein Mensch, aber auch so ein bisschen Ego. Und manchmal Emotion, gehen die Emotionen durch. Weißt du so? Macht einen auch menschlich irgendwo, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Ey, was ich noch sagen wollte, was ich richtig geil fand oder so irgendwie auch krass fand, ist, dass ich, wo ich aus Mexiko zurückgekommen bin, am zweiten Tag ziehe ich mir ein Interview von dir rein und du sagst mir von wegen, wenn einer mich ins Café ruft, dann Leon Lovelock. So sieht's aus, Digga. Ich hab doch gesagt, ich komme. Das war krass, Digga. Weil ich bin so hier gekommen und hab mir auch darüber Gedanken gemacht, soll ich das Format wieder starten, dies, das, und dann kam diese Ansage, das war für mich wie so ein Zeichen, so, ja, Mann, Bro. Sehr gut, freut mich auf jeden Fall. Geil. Ja. Zu Arafat ins Café bin ich auch gegangen. Aber das ist eine Seltenheit und der Bruder macht keine Interviews. Ja. Ihr habt euch ja auch nochmal ausgequatscht mäßig, ne? Alles gut, ja. Wie stehst du zum Thema Freiheit und Geld? Das haben wir, glaube ich, am Anfang mal besprochen. Ja. Thema, ja. Er ist der nächste Cerdo Sumunjo, beste Grüße. Was auch immer, Bruder. What the fuck, Bruder? Leon Lovelock ist der nächste Eddie Murphy. Alles klar, Bruder. Will Smith, Bruder. Will Smith, ja. Wieso gibst du Leon eine Plattform, obwohl sich alle anderen gegen ihn stellen? Nicht alle anderen, aber es war für mich überhaupt gar nicht der Rede wert, Leon keine Plattform zu geben. Warum sollte ich, verdammte Scheiße, nochmal? Also ganz ehrlich mal, wir sind sowieso super anti-Cancel, so, weißt du? Und ich habe dich als wirklich coolen, höflichen, netten Kerl empfunden, der sein Ding einfach gemacht hat und das auch gut gemacht hat und teilweise auch meiner Meinung nach einfach zu viel auf die Mütze bekommen hat für das, was er da gemacht hat. Man kann über alles reden, man kann sagen, ey, vielleicht bin ich da nicht mit down, vielleicht hat er da, was das angeht, gewisse Sachen gemacht, die ich tendenziell für problematisch empfinde oder keine Ahnung was. Aber jagt ihn, hängt ihn auf, verbrennt ihn, so eine Hexenjagd, oder? Dann wirst du mir schon wieder noch mehr sympathisch in der Underdog-Rolle. Wo ich dann sage, nein. Komm, Bruder, lass uns mal reden. So, ist doch, was habe ich dadurch verloren? Wenn Leon Lovelock eine Plattform bekommt, beim 100% Real Talk zu sitzen, wer ist dadurch gestorben? Wer hat dadurch Gesundheit verloren? Wer hat Geld verloren? Wer hat Zeit, Energie, Nerv verloren? Nichts, gar nichts. Oder? Nein. Also was haben wir falsch gemacht? Danke dir dafür auf jeden Fall. Ja, für mich war das auf jeden Fall auch wichtig, Digga. Und ich war auch, ich fand es auch gut, dass es halt noch Leute gibt, die auch sagen, so komm, setz dich mal an den Tisch, wir reden mal so. Selbstverständlich, Bruder. Das hat mir auch gut getan. Wir haben einen Bro von der AfD da gehabt. Dann sage ich nicht, Leon Lovelock bleibt zu Hause. Das geht nicht, Bruder. Das geht einfach nicht. Übrigens einer der geilsten Podcasts, Digga. Habe ich mir, glaube ich, 2 oder 3 Mal reingezogen. Mein Beileid. Hommel und Steiger, nicht Digga. Angucken, ist zu hektisch. Alter. Zu hektisch, aber zu geil. Ich mag so eine hitzige Diskussion auch teilweise. Ja, so, weißt du? Sehr gut angekommen. Ja, deswegen finde ich das Steiger-Ding mit dir auch geil. Mhm. So, weißt du, weil da geht's halt ab. So. Da hast du halt zwei Parteien, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. So, und das, absolut. Das zeigt dann auch ein bisschen Charakter. So. Das triggert dann auch den echten Charakter manchmal ein bisschen raus. So. Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Stimmung momentan in Berlin? Grüße aus Costa Rica.
Haben wir auch schon am Anfang gehabt. Ja. Fragt einer, ob du schon mal im Knast warst. Nicht lange. So kurzzeitig? Kurzzeitig, für Dummheiten. Okay. Hab mich echt gut aus der Nummer rausgezogen. So. Also, ich sag mal, strategisches Manövrieren war schon immer eine Stärke von mir. Ja? Ja. Um was ging's, Digga? Also hast du irgendwie, gab's irgendeine Situation? Dass ich im Knast mal so kurz irgendwo in so einer kleinen Zelle gelandet bin oder so, das hatte immer nur mit kleinen Dummheiten zu tun. Okay. Schlägereien und was weiß ich nicht, was so Stuff. Aber die Sachen, die ich gemacht habe, die sehr, sehr schlimm hätten enden können für mich. Nie was passiert, nie. Total unterm Radar durchgeflogen. God bless. Ja, ja. Glück gehabt. Hab dumme Sachen gemacht. Mach was draus, Digga. Dumme Sachen gemacht. Wenn ich jetzt so, mich so daran erinnere, was hast du damals gemacht so? Ich so, mein Gott, Alter. Scheiße, ne? Also, es kann auch schnell, Digga, es kann ganz schnell gehen, ey. Ja. Lieber Belasch, hast du vor, ein Buch zu schreiben? Deine Worte fressen mich jedes Mal, fesseln mich jedes Mal. Hm, sie fressen dich auch. Ja, also, schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Habe ich tatsächlich, ja. Hey? Also ein guter Freund, der auch der Besitzer meines Kampfsport-Gyms ist. Ja. Liebe Grüße auf jeden Fall an Yid Muck. Ein sehr, sehr starker Kämpfer, aber auch eine etablierte Persönlichkeit da draußen, der hält Vorträge und so weiter, hat ein Buch selbst verfasst, rausgebracht, Bestseller, also Bestseller-Autor, große Followerschaft auch auf Instagram und Kampfsportler noch dazu mit vielen Medaillen an der Wand. Ich mag den Bruder sehr. Der hatte mir mal dazu geraten sogar. Er meinte, dieses Buch hat mich, mir zum Beispiel, hat er von sich selbst erzählt, hat das meine Karriere super beflügelt. Und es sind so viele Türen aufgegangen, die ich hätte mir nicht erträumen können durch dieses Buch. Weil man denkt ja immer, Bücher sind nicht mehr so wichtig im heutigen Zeitalter. Aber das scheint nicht ganz so zu stimmen. Das ist eine ganz andere Szene. So. Ganz anders. Das ist ein ganz anderer Bereich. So. Ja. Wenn du da nochmal reinkommst und stattfindest, ist nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit drauf, glaube ich. Definitiv. Haben auch so Manuelsen und Ratar auch ein bisschen so von berichtet, hat man da auch schon gesehen. So. Mhm. Dass wenn du da einmal reingehst, dass da auf jeden Fall auch nochmal andere Türen aufgehen können. Ja, Mann, ist auf keinen Fall ausgeschlossen. Geil. Wann kommt Tracks? Tracks kommen am 21.12. kommt mein Album, Bruder, am Seidenen Faden. Aber endlich, wa? Am Ende des Tages, Bruder. Das Ende des Tages ist tatsächlich da. 21.12.2021. Geil. Unfassbar. Nach 6 Jahren, Alter. Hast du da irgendwie Struktur für oder machst du alles selber oder wie sieht das aus, Digga? Haust du das selber? Hast du einen Vertrieb irgendwie? Oder? Vertrieb hat man. Vertrieb ist kein Problem heutzutage. Ich habe halt schon jetzt 2 Videos rausgebracht, Rot, Blau und Violett. Ja. Und, Violett war das, wo Parkhaus die Story anfängt, richtig, oder? Ja. Das ist Violett. Und es wird mindestens ein Ding noch kommen. Ein relativ ausführliches Snippet ist geplant, Videosnippet. Und am 21.12. ist es endlich soweit, dass ich endlich mal auch abschließen kann. Ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich habe danach 3 Alben gemacht, was die Leute nicht wissen. Weißt du so? Das liegt halt und chillt und auch wenn man so zeitlos wie möglich seine Musik versucht zu machen und bei mir funktioniert es Gott sei Dank, dass ich Sachen von früher rausbringe. Ich möchte gerne auch mal meine Musik machen und sie an den Mann bringen, wie alle anderen auch. Ja, dann, wenn sie passiert. Ja, das wäre sehr schön, wirklich. Ja, das ist auch für dich, weil das ist gerade das Lebensgefühl dann und du willst es dann auch direkt mit den Leuten teilen. Ne? Wenn es dann 3 Jahre später passiert, Digga, kann sein, du bist schon wieder eine ganz andere Realität drin oder so. Bei mir nicht ganz, aber es ist so wie so ein Splitter im Hinterkopf, so wie so ein etwas, was dich immer permanent stört, wie so ein kleiner Stein in deinem Schuh. Mhm. Du möchtest gerne einen Schlussstrich drunter haben, damit du dich auch den anderen Sachen weiterhin widmen kannst. Und das ist schon traurig genug, dass ich 6 Jahre warten musste. Hat mich wirklich innerlich schon ziemlich zerfressen, sage ich dir ganz ehrlich. Das war für mich nicht einfach. Glaube ich dir. So. Und du hast so viele andere Ideen und so viele andere Songs und Projekte und dein Handy ist voll mit, ich mache Sprachmemos, ich gehe auf Toilette, Bruder, ich mache einen ganzen Song als Sprachmemo einfach und ist abgespeichert, fertig. So, und das chillt dort und auf der Festplatte so viel und dann kommt das nicht raus, alles andere ist dann so träge. Und chillen. Ja, ja, vor allem ist auch alles hier hinten im Kopf irgendwo drin. Ne? Das geht ja nicht weg. So. Bullshit, das soll mir nie wieder passieren. Videos haust du jetzt bei Boogie immer raus, oder was? Auf, nee, auf meinem eigenen Kanal. Auf deinem eigenen Kanal. Richtig. Ah, das da, wo Megafon drauf ist. Violett kam auch auf deinem eigenen, wa? Ja, ja, stimmt. Alle meine Videos sind auf meinem Kanal drauf. Okay. Das ist auch nicht so schlau wahrscheinlich. Aber ich habe mir auch überlegt, vielleicht auf dem Boogie-Kanal was rauszubringen. Weil ja, ich meine, ihr habt ja das Ding auch so ein bisschen auch zusammen irgendwie wieder groß gemacht, so, weißt du? Es ist auch schade, dass dann die Reichweite für dich dann irgendwie flöten geht auch so, weißt du? Weil durch die 100% Real Talk-Geschichte, so, die verfolgen ja den Kanal auch wegen dir so. Warum nicht nutzen, so, weißt du?
Könnte man auf jeden Fall machen, ist eine Überlegung wert. Aber jetzt habe ich das schon so gemacht, so mit den ersten beiden, jetzt irgendwie das dritte Video oder so dann auf dem Boogie-Kanal rauszubringen. Weiß ich nicht, muss ich persönlich sagen, habe ich keine Antwort darauf. Mhm. Vielleicht das Videosnippet auf dem Boogie-Kanal rausbringen und mal gucken, weil ich meine, genau. Algorithmusmäßig und Followermäßig muss man da nicht darüber reden, dass der Kanal viel, viel größer ist. Ja. Ich bringe ja kaum was raus. Mein Algorithmus ist hier, Alter, tschüss. Ja. Weißt du so? Muss man mal drüber nachdenken, weißt du? Du hast doch auch selber mal so eine Art Podcast gehabt, oder? Megafon gab es nur drei Teile, Bruder. Ja, warum? Es hat sich irgendwann für mich nicht ausgezahlt, weil alles kostet Zeit. Und ich habe die nicht. Ich muss an so vielen verschiedenen Projekten zurzeit arbeiten, dass ich wirklich sehr, sehr wenig Zeit habe, überhaupt irgendwie privat irgendwas zu machen. So. Und jetzt muss ich mich entscheiden und muss Prioritäten setzen. Und die Welt hat sich seit Corona nicht radikal weiter verändert, sodass ich einen großen Pool an Begebenheiten habe, aus denen ich schöpfen könnte. Es würde fast immer wieder um dasselbe gehen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir sind so in so einer Schleife irgendwie so gerade hängen geblieben, was die Thematiken angeht, die da draußen kontrovers sind, über die ich vielleicht reden würde oder könnte oder keine Ahnung was. Aber letztendlich muss ich auch alles ein bisschen lohnen. Weißt du, was ich meine so? Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und muss meine Prioritäten setzen. Heißt nicht, dass Megafon nie wieder stattfinden wird, definitiv nicht. Aber zurzeit muss ich anderen Sachen meine Energie widmen. Geht nicht anders. Alright. Ich würde sagen, war ein schöner Talk gewesen, Bro. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Bruder, ich danke dir für die Einladung. Checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung ab. Onkel B wird auch unten verlinkt sein. Der 100% Real Talk Podcast natürlich auch. Yeah. Alle Social Media Geschichten, mein Instagram auch. Checkt es auf jeden Fall aus, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei der Folge jetzt hier mit Belash. 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 Und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Macht's gut. Peace out. Peace it out, man.